Voltigern, ein T2R. Ich muss nochmal einreden. Ich habe gerade das gedrückt. Ja. Ja, also zum Voltigern. Sie hören ein T-Iron-Klinkengeräusch. Federico Fellini. I'm doing it wrong. Oh. Und willkommen zum Biertaucher Podcast 279. Wir schreiben das Jahr 2016 nach Christi Geburt. Es ist heute der 1. November. Stimmt das? Stimmt, ja, schaut es ist halt der 1. November. Okay. Na, ich war noch am Parsen vom Satz davor, ob ich mal noch was drauf sage. Was hier den Podcast? Wir befinden uns in der Zypresse, Westbahnstraße 35a. Und das Ganze für die Stadt mit freundlicher Unterstützung von wukonic.com, der Online-Marketing-Agentur aus Österreich, vom Jörg. Vielen Dank an dieser Stelle. Sowieso immer herzlichen Dank ans Klebemonster, an unsere Flatterer. Unseren Flatterer, wir haben derzeit einen. Ja, jetzt sind wir da wieder in den Singular zurückgefallen. Ich glaube, wir hatten jetzt ein paar Mal keinen. Jetzt haben wir okay, einen. Danke an unseren Flatterer, an unseren Patreonen und überhaupt an Feedbackern. Und Jörg Wukonic. Und ja, genau, ich habe das gar nicht fertig erwähnt. jörgwukonic.com. Und heute der Podcast mit Horst, Stefan und dem Gregor, seit 2 Wochen wieder mal dabei. Ja, an dieser Stelle eine Entschuldigung, letzte Woche ist ausnahmsweise der Podcast ausgefallen. Ja, ich war schuld. Ja, ich war bei den Big Brother Awards, aber das packen wir vielleicht jetzt gleich in den Teaser, oder? Genau. Worüber wollen wir heute reden? Stefan, hast du das Internet ausgedruckt? Ja, ich habe das Internet ausgedruckt. Worüber willst du heute reden? Über Konfessionen. Sehr gut. Mhm. Ich kann erzählen, ich war auf einem TEDx Vienna, habe mir einen französischen Film angeschaut, Sans Amour, 3 gute Jahrgänge, mit dem Gregor zusammen, einen Film Perm, glaube ich. Ja, so ein steirischer Künstler. Und sonst war ich beim 48er Altwandhandler und habe dort eine Brille gesucht. Mhm. Okay. Das ist noch ein früherer Ausdruck, der funktioniert nicht, weil ich immer 10 Minuten vorher schreibe. Aber ich war der Grund des Ausfallens letzte Woche, war nämlich ich. Ich war bei den Big Brother Awards 2016 im Rahmenhof Theater. Ich war, wie du schon erwähnt hast, beim Porträtfilm Manfred Perl im Schikaneder. Ich habe mir außerdem angeschaut 2 Filme von Federico Fellini, nämlich 8,5 und Der weiße Scheich. Mhm. Und was kann ich noch sagen? Ich habe es mir sicherlich da auch aufgeschrieben noch im Pocket. Ach, das werde ich dann, glaube ich, so. Oh ja, ich habe mir noch Alice angeschaut, eine tschechische Bearbeitung des Alice-Themas aus dem Jahr 1988. Mhm. Und eigentlich noch gespielt. Und die alten Themen, die schiebe ich auf, bis ich sie schon wieder vergessen habe. So. Haben wir Termine? Nicht, aber das sind nur Filme. Termine, meine Herren. Genau, jetzt machen wir mal Teaser aus. Und Teaser aus, ja. Termine. Ich kann sagen, 8. bis 11. Dezember, Roboxotica. Ach, kommt wieder. In Wien. Nachzulesen auf roboxotica.org und schon eingetragen im Biertaucher-Kalender. Ist es wieder im Ragnar? Nein, im Moe ist es. Moe. Okay, Moe. Da war es letztes Jahr schon, oder? Ich weiß nicht genau. Ich glaube, irgendwas habe ich da schon. So, ja. Einfach nachlesen. Und Facebook gibt es einen Kalendereintrag und auf der Homepage von Roboxotica. 25. November, Freitag, 18 Uhr, Podcasting-Meetup im Wo? Sektor 5. Yay! Yeah. Ich habe keine. Du hast keine Termine. Dann Termine aus. Was haben wir noch? Feedback. Wir haben Feedback bekommen. Oh ja. Wir haben Feedback Schreiten bekommen. Wir freuen uns sehr über das Feedback. Kann man das schon vorausschicken? Oh ja, immer. Immer. Also, sowohl, also konstruktives Feedback ist also immer gewünscht. Also auch Biertaucherbeschimpfung ist voll okay. Ja, naja. Muss ja nicht zur Gasse sein, aber konstruktives Feedback und sagt uns einfach die Meinung und die lesen wir dann auch vor, sofern ihr egal oder ihr möchtet es erwähnt haben, ankreuzt auf unseren Google Feedback-Bogen. Ja, wie viel Feedback haben wir denn bekommen, Gregor? Also ich habe jetzt mal mitgezählt 3 Antworten. Wir haben 3 Feedback bekommen. Wow, ja, da geht noch mehr, Leute. 3 Feedback ist viel zu falsch. Aber ja. Aber es ist schon ja ganz Stefan gut. Geniert sich. Also unser... Diese Publikumsanbieterung ist ihm zu...
Sprich, was sagt der erste Feedbacker? Also das ist der, der am weitesten zurückliegt, oder die, die am weitesten zurückliegt. Ich höre den Biertaucher-Podcast regelmäßig und absichtlich in MP3 in hoher Qualität. Am unnötigsten finde ich beim Biertaucher-Podcast eigentlich nichts, außer das Schwärmen über Leberkäse. Ja, leider, kann ich nicht abstellen. Wir das haben alle unsere Schwächen. Ja, also Leber... Apropos, ich muss wieder mein Essen. Ich habe jetzt... Hiermit haben wir Stefans Diätpläne vernichtet. Apropos Leberkäse, ich habe die letzten zwei Tage mich nur von veganen Leberkäse ernährt. Vegan. Ja, also... Und kann man was? Ich glaube, wenn man ihn so zubereitet zu Hause nicht, aber ich habe ihn in der Swing Kitchen, da ist es ein veganer Burgerladen und dort bieten sie den Leberkäse Burger an irgendwie. Und der ist nicht übel. Kann man schon mit süß. Also man muss auf süßen Senf stehen, der ist auch drinnen, aber der ist, ich finde ihn vorzüglich eigentlich. So, also so viel zum Leberkäse. Ja. Mir gefällt am Biertaucher Podcast die große Themenvielfalt, im Speziellen die Themen Datenschutz, Open Source, Netzpolitik. Der Mut, auch 1-2 Sekunden Stille zuzulassen. Ja, so mutig sind wir. Und ja, Datenschutz, Open Source und Netzpolitik, sehr gut. Der ist ja auch der Stefan immer ein guter Themenlieferant. Und ich habe diese Woche auch was zu diesem Themenkreis beizutragen. So, was haben wir noch? Ich höre den Biertaucher Podcast in Österreich. Ich bin Technerd 42, Rufzeichen. Und er interessiert sich, oder sie interessiert sich für Datenschutz, Open Source, Netzpolitik, Spiele, Klammer speziell mit Linux, Filme und Serien. Genau, und es ist ihr oder ihm egal, ob dieses Feedback vorgelesen wird. So, deswegen haben wir es gleich vorgelesen. Das nächste, regelmäßig, unabsichtlich und unfreiwillig. Sehr gut, da wird jemand gezwungen, Biertaucher-Podcast zu hören. Das würde mich interessieren, da solltest du vielleicht noch welche Beziehungen sind das, wo man gezwungen wird, Biertaucher-Podcast zu hören? Ja, also am unnötigsten wird gefunden die Rants. Und mir gefällt am Biertaucher-Podcast die Kontinuität. Haben wir wieder mal großartig versagt letzte Woche. Ja, das stimmt. Gerade beim Feedback haben wir jetzt eine Pause, aber ich meine, das kann man jetzt angesetzt. Dafür haben wir nicht gerentet, wenn wir nicht. Ja. Muss man auch dazu sagen, du hast eine treibende Kraft hinter der Disziplin. So, ich benutze die überhaupt, ich höre den Podcast aus Deutschland und ist nicht wirklich ein Technerd. Oh. Interessieren tun die Randgruppen, Subkulturen, Themenkreise, die im Biertaucher Podcast öfters besprechen werden sollten, sind Frameworks. Ich glaube, das sind aber, ja, genau, Stefan freut sich. Ganz klar. Was ich außerdem immer schon sagen wollte, allgemeine Rants nerven. Bei der letzten Folge hat mich das PHP-Gebäsche richtig genervt. Bin zwar selber kein PHP-Entwickler, aber über ehemalige Unzulänglichkeiten einer Sprache zu lästern, ist auch lahm. Ich habe vor einem Jahr mal eine PHP-Applikation bauen müssen mit Laravel und das hat mehr Spaß gemacht wie die Java-Applikation mit Spring. Und es war einfacher, wie das annotiere. Ich mag echte Auseinandersetzung, aber plumpes Bashen mag ich nicht. Ich habe bei allen Sprachen-Frameworks coole Sachen und beschissene Sachen gefunden, ob die gerade fancy sind oder nicht. Ansonsten finde ich das offene Format ziemlich super. Ich bin gespannt, wie Elixir, Phoenix und Ecto-Geschichten sich weiterentwickeln. Kommen sicher. Ja, also lieber Feedbacker, Feedbackerin, ich kann mich denen auch nur anschließen. Ich bin auch gegen das plumpe Gebäsche, wenn man nochmal so gerne mal hinschlägt. Aus dem Grund, ich habe große Teile meines jungen Erwachsenentums in Webforen zugebracht und es ist Zeitverschwendung. Es ist wirklich schon, es ist so nett, miteinander zu reden, aber wenn man eine Kritik vorbringt, dann sollte man schauen. Und ich versuche auch, ich meine, bei einem offenen Format ist es ja auch immer so ein bisschen eine Aufgabe, wenn die Gäste sich dann mal so Sachen raushauen oder so, aber ich versuche mich da auch selber in der Kantare zu nehmen und wenn das dann vorkommt, einfach auch mal entweder die Satire, Text dazu zu kleben, sprachlich oder halt selber das auch ein bisschen abzufedern, ja. Weil es gibt mir selber auch nichts, wie gesagt. Wir haben die Kritik vernommen. Wir haben die Kritik vernommen, klar und deutlich. Ja, und auch
ihr oder ihm ist es egal. So, jetzt sind wir schon beim dritten. Fällt ein für ein Geschlecht, dass man uns mit der Anrede erleichtert. Ich weiß nicht, muss das. Ich lasse mir doch diese private Unschärfe, ist doch ganz gut. So, Biertaucher Feedback. Regelmäßig und absichtlich, das ist schon mal gut, dass absichtlich ist mit dem Podcatcher. Jemand hört uns absichtlich. So, und jetzt wird es schon ein bisschen handfester. Am unnötigsten finde ich beim Biertaucher das die Nöselstimme des nervigen Selfie-Gesichts, wisst schon, Grinsemann. Unfähigkeit, Trollen wie dieser Vollmilch-Esotante das Mikro abzudrehen und dadurch Anna zu verprellen. Und Annas lächerliche Stalker-Geschichte und Liegerad-Stories. Volle Breitseite. Ha? Tja. Ja, ja, da kann man nichts machen. Also bei dem, bei dieser, wie hat das ausgerichtet? Vollmilch-Esotante Mikro abdrehen. Ja, habe ich auch, also ich kann ja nur für mich sprechen, aber war für mich auch eine äußerst schwierige Folge und auch. Also man lernt ja auch durchs Podcasten. Ja. Und da wäre für mich so mein persönlicher Podcaster-Lerneffekt wäre freundliche, aber bestimmte Abgrenzung und vielleicht Abkürzen des Themas. Mhm. Weil wir hätten vielleicht auf, ich meine, die Dame hat irgendwie eine interessante Lebensgeschichte, wir hätten vielleicht mehr darauf eingehen können. Ja, das war auch meine Intuition eigentlich, die Lebensgeschichte, aber es ist dann halt leider in das andere ausgegangen. Aber sowas kann passieren. Aber wir haben halt leider auch nicht die Zeit, dass man die Leute vorkasten, ne? So profitieren. Ist in dem Zimmer nicht. Noch nicht. Dass man Vorgespräche machen. Brauchen wir so ein Studio dafür. Ja, den eigenen Stuff. Aber ich finde das auf jeden Fall, ist auf jeden Fall eine Folge auch für mich mit Lerneffekt. Kann man ja immer ein bisschen an sozialer Kompetenz dazulernen. Und wir sagen ja, wir sind ein Podcast, wo jeder mit podcasten darf. Ja. Das ist natürlich dann zu Zensur nicht wirklich kompatibel. Ne? Das stimmt, ja, das also, stimmt. Ich werde weiterhin Leute deswegen meine ich ja, wie man damit umgeht. Aber irgendwie, ich meine, andererseits ist dieses Problem ja auch nur zum Teil, weil wer uns dann hört und dann entscheidet, und hierher zu kommen, weiß ich nicht. Wir sind jetzt bald bei 300 Folgen, da gehen halt ein paar, finde ich es halt nicht so toll. Ja, also ich meine, wie gesagt, man kann, ich versuche irgendwie daraus einen Lerneffekt mitzunehmen. So, selten. Was haben wir noch? Aus Deutschland wird gehört und außerdem Randgruppen, Subkulturen, Themenkreise, die im Bordaufstand besprechen werden sollten, sind Maker-Kram. Wird gewünscht, oder? Ja, wird gewünscht. Hardware-Hacks und CCC-Infos. Ja, und was man eh liefern, ne? Was man immer schon mal sagen wollte, ist Mahlzeit. Mahlzeit, das ist gut. Mahlzeit. Zeit mal Zeit ist Mahlzeit. Ganz schlechter Karl, aber vom Bolt, naja. Egal. Damit sind wir beim Feedback durch. Jetzt sind wir im Feedback durch. Wahnsinn. Boah, das waren drei Feedbacks nur. Also laut Feedback haben wir schon mehr Hörer in Deutschland als in Österreich, ne? 2:1 ist schwer. Zumindest bei der jetzt eine History von 3. Aber Deutschland ist auf jeden Fall keine Seltenheit. Ja. Oder schreiben eher Feedback. Aber ich glaube eher, dass. Da müssen wir dann wieder mal seine Analyse laufen lassen, wo wir überhaupt gehört werden. Mit unserem Superscript. Ja, auf jeden Fall vielen Dank fürs Feedback. Wir freuen uns immer extrem. Es gibt uns einen enormen Kick, dass jemand uns hört. Ja. Und super, dass er auch. Response aufs Feedback fallen mir zwei Sachen ein. Eine Person wollte ja mehr Netzpolitik. Sag ich, hören das Logbuch Netzpolitik, den Podcast, den höre ich wirklich regelmäßig. Ihr seid andere Podcaster viel, aber du hast recht, der ist super. Wen ich bisher noch nicht gehört habe, aber die Woche gesehen habe, es gibt auch von netzpolitik.org einen Podcast. Einen eigenen, das wusste ich bisher nicht. Ich habe noch nicht reingehört, ich habe selber erst gestern das erste Mal gesehen. Aber das ist interessant, auch einen. Weil ich habe gedacht, dass eigentlich der Netzpolitik, das Logbuch-Podcast, dass der schon der Netzpolitik weiß nicht. Nein, das sind auch nicht einmal wirklich assoziiert. Das ist einfach der Brittlauf und der Neumann, die halt Linus Neumann aus ihrem Interesse das machen. Die sind nicht wirklich mit Logbuch-Netzpolitik verbandelt im Sinne von organisatorisch dranhängend oder so, sondern die interessieren sich einfach auch nur für die Themen. Ich glaube, der Linus aber arbeitet schon, aber ich glaube, das Projekt ist einfach nicht verbandelt mit Netzpolitik. Ja. Und für sich arbeitet er in der Security-Ecke, er macht auch Stellungnahmen für einen Club und so weiter, solche Sachen schon, schreibt vielleicht auch hin und wieder mal für sie, aber ist nicht Vollzeit angestellt oder so, weil die haben auch einige Angestellte, die Netzpolitik.org. Ja. Ich habe nur ein Problem mit dem Podcast, ich kann nicht mehr zurückspulen im Beyond-Pod. Hast du das auch in letzter Zeit irgendwann mal in deinem Podcatcher gelernt? Das ist zurückspulen? Ja, also ich einfach so 2 Minuten zurückhupfen und dann bei dir. Das dürfte irgendein bei. Ja. Und was wolltest du sagen? Feedback wolltest du sagen zum
Das war der, das Feedback das eine. Zum Feedback. Und, du und zum Zweiten wollte ich noch auch einen Podcast sagen. Was war gerade da das Thema? Hardware? CCC, genau. Zum CCC, es gibt ja noch immer das Chaos-Radio. Also ich beziehe mich jetzt nicht auf CRE, sondern ich beziehe mich auf das Chaos-Radio. Ist zwar nicht unmittelbar jetzt vom CCC direkt Live-Berichterstattung sozusagen, aber doch aus dem Umfeld wird viel berichtet, immer wieder Leute zu Gast. Also das ist vielleicht auch eine Hörempfehlung, vor allem wenn man nicht zu nerdig ist. Also wenn man eh die Sachen alle schon weiß und sich da tief hineingegeben hat, dann langweilt man sich vielleicht manchmal, weil ich finde es manchmal... Also es ist mehr Noob-kompatibel. Ja, ich würde sagen, es ist mehr... Es ist auch so, es wird jeder zweite, glaube ich, im Radio übertragen. Ja, da ja. versucht man eben... Ja, ja. ein bisschen kompatibler zu sein, zu Leuten, die hat, ja genau, die hat an der Themen interessiert. Wobei es insofern interessant ist, ich höre auch nicht mehr regelmäßig, eher selten, aber es ist gut als Realitätsabgleich, weil dadurch, dass Leute auch anrufen, ist das immer noch so, dass Leute rein anrufen, hat man so ein bisschen so von nicht aus der Technikszene kommenden das Feedback, wie solche Themen gesehen werden. Das, tut manchmal nicht schlecht. Wir haben ja unser eigenes Qualitätsfeedback. Gut, sehr gut. Schließen wir das Feedback und das Feedback zum Feedback damit ab? Okay. Wenn ich darf, ich habe ein paar Kleinmeldungen, die ich loswerden will. Eigentlich nur eine. Und zwar mein Lieblings-Linux-Magazin, nämlich Linux Voice, was aus Großbritannien kommt, hat jetzt leider fusioniert mit Linux Magazin. Das ist ein echtes Magazin. Und ich habe jetzt einen Link bekommen zum Download eines PDFs. Und das ist jetzt irgendwie eine Doppelausgabe, wo sozusagen im Linux Magazin ist noch einmal drinnen dann das Linux Voice, als sozusagen redaktioneller Beitrag. Aber die Linux Voiceler versuchen anscheinend nicht mehr ein eigenes Papiermagazin herauszubringen. Okay. War mir eh wurscht, weil ich es nur elektronisch abonniert habe. Also ich kriege jetzt eigentlich für dasselbe Geld zwei Linux-Magazine. Ich könnte froh sein. Ja, aber eigentlich. Es tut mir ein bisschen weh, weil sie waren halt sehr dafür. Es gibt ja viele Linux-Zeitschriften, auch im deutschsprachigen Markt, die aber halt alle dieses normale Geschäftsmodell haben. Also das eigentlich auf Exklusivität basiert. Wenn du nicht zahlst, kriegst du unseren Content nicht. Mhm. Wo, also zumindest in der Magazinform. Und die Linux-Voiceler haben das halt sozusagen den Open-Source- oder Free-Software-Gedanken sehr weit zu Ende gedacht. Sie haben gesagt, also wenn du zahlst, kriegst du unsere Ausgaben sofort und sonst nach 8 Monaten. Und es ist alles, ich glaube, sie haben auch alles unter eine halbwegs vernünftige Creative Commons-Lizenz gestellt. Das hast du gemeint, ja. Ja, und das hat mir halt immer sehr an ihnen imponiert. Aber anscheinend, also ich habe es jetzt noch nicht genau durchgelesen, die tieferen Hintergründe, aber ich nehme an, es war ihnen zu aufwendig. Sie haben Papiermagazin und elektronisches Magazin herausgebracht. Ich hätte mich gefreut, wenn sie zumindest als elektronisches Magazin weitergelebt hätten. Und das haben sie auch nicht mehr. Ich habe noch nicht einmal die Editorials total gelesen, aber so wie es, was ich mitgekriegt habe, haben sie sozusagen, sind sie jetzt ein Inlet in einem anderen bestehenden Papiermagazin. Bin gespannt, wie sich dann das Businessmodell von ihnen ändert, weil das alte funktioniert damit eigentlich nicht weiter. Ich weiß es nicht. Ja. Ich kann nichts dazu sagen. Sie waren natürlich hat man es auch gemerkt, das waren 4 Podcasts, also die haben auch einen Podcast, die haben glaube ich aus dem Podcast heraus ihr Magazin gegründet und die haben halt jetzt nicht die Manpower gehabt, die du sonst von so einem Computermagazin erwartest, also wenn es dann Eintrag in ein Forum schreibst, dass das auch wirklich schnell beantwortet wird oder so. Also da war immer so ein bisschen... Sie haben sozusagen viel mehr Leser gehabt, als sie bewältigen konnten, feedbacktechnisch und so. Also das hat man schon gemerkt, es hat mich aber nicht gestört. Man wird jetzt sehen, ich verfolge das natürlich weiter und werde weiterhin berichten. Ja, also eine Auswirkung war auch, dass das EPUB, die EPUB-Version, die ich sehr schätze, weil ich es am Handy gut lesen kann, hat es jetzt mal nicht gegeben, die hat sich jetzt wieder verzögert. Ne? Dafür habe ich ein super layoutetes PDF, was mir nichts bringt, weil ich ja nicht am Computer sitzen mag zum Lesen, sondern... Kann an der Umstellung jetzt noch liegen. Muss ja, man vielleicht kommt, wahrscheinlich kommt es ein paar Tage später raus. Es ist nicht so wünschen, ich berichte weiter. Und Linux Magazin hat ja auch selber einen recht guten Feed und so, also die sind jetzt keine Nobodies, die ich schreiben sich über die richtigen Sachen. Wird, weil den höre ich. Den hörst du? Und der war eigentlich bisher immer sehr gut. Ja, und sie haben auch gute Leute gesprochen. Also es sind nichts vorangekommen. Ich nehme an, sie haben halt hinter den Kulissen einen Deal gemacht. Ja. Ich kann es auch verstehen, weil ich nehme an, das ist auch alles sehr viel Arbeit. Ne? Eine Zeitschrift rausbringen, wenn du eigentlich die Expertise woanders hast. Das hat auch, glaube ich, einer nebenbei Buch geschrieben. Und so. Ja, Also es ist Ihnen zu wünschen, dass Sie jetzt nicht in der fusionierten
Marke gehen. Aufgesaugt zu, werden. Ja. Aufgesaugt werden, weil wobei sie stammen ja zum Teil, glaube ich, eher aus dem Verlag vom Linux Magazin. Ah, ja. Also die sind ein Spin-off. Ja. Auf jeden Fall, das Editorial von dem Linux Magazin war natürlich so, wir lassen denen die Unabhängigkeit und es gibt jetzt zwei Linux Magazine in einem. Aus so. Erfahrung schon misstrauisch. Als Geschäftsmann und Erfahrung als Erwachsener sage ich halt, wenn man kooperiert hat, meistens einer dann das sagen. Naja. Rein wirtschaftlich und rein politisch. Ich finde, das ist in der Konstellation auch relativ klar, wer ja, ist ein großer Verlag. Ja, also ich schätze, ich meine, es kann natürlich auch, die Zeiten ändern sich ja, es kann auch ein großer Verlag heutzutage sehr schnell pleite gehen, ne? Und dann sind die Linux Voice Typen vielleicht sogar die länger leben werden, weil sie weniger Fixkosten haben, das weiß man alles ja, nicht. Ne? Ja, na, werden wir sehen. Ja. Mal schauen, ich bleibe auf jeden Fall dran. So viel zu Kleinmeldungen. Das war schon, ja. Hast du noch Kleinmeldungen? Die kleine Techie-Stories. Ja, eine lustige Webseite. Ja. Nämlich codingconfessional.com, okay. Wo Coder ihre Sünden beichten. Ich habe Visual Basic programmiert. Also, ich habe gerade in einem Wutanfall, ich arbeite in einem Entwicklungsstudio für Spiele und habe gerade in einem Wutanfall sämtliche Game-Controller, die in meiner Reichweite waren, zerstört. Wow. Mir ist nicht ganz klar, wie es mit meinem Berufsleben weitergehen wird. Ich stehe auf einem Berg. Ich glaube, man wird das nicht gerne haben. Cool, sehr gut. Ja. Nein, es waren ein paar Sachen. Macht Fremdschämen Spaß. Ja, also Fremdschämen und dann. Ich auch verstehen, oder? Ich meine, ja, hatten ja, wir doch alle mal. Ja, also das ist recht erheiternd. Immer wieder manches Text im Text. In Textform, in Forumform, also es wird dann kommentiert auch. Mhm. Teilweise auch ein bisschen gespammt, also man darf sich nicht wundern, wenn der erste Artikel, den man gerade liest, vielleicht nicht witzig ist oder nicht gut ist, weil es halt ziemlich offen ist, spammen das manche Leute auch zu. Echt ja. Mit ganz normalem Spam, wo irgendwer was verscherbeln will. Mhm. Also vielleicht einmal zwei, drei Artikel suchen, aber manche sind Problem, ja. Echt lustig. Cool. Das ist was Größeres, das ist auch was Größeres, das ist noch was Kleineres und auch ein bisschen Technisches und hat auch wieder mit Podcasting zu tun. Ach schön. Ich habe mit Apple ein Support-Erlebnis, das ich mit euch teilen kann. Mhm. Ich habe einen alten Podcast, den ich eine Zeit lang nicht ordentlich gewartet habe, sprich sein Feed war down. Mhm. Der Podcast war im iTunes, ist nicht wichtig, also das waren ein paar alte Folgen, ich glaube nur 4 Folgen oder so. Dann hat es mich damals bei dem Podcast nicht gefreut und habe ihn dann eben auch versickern lassen, mir nicht drum geschert. Irgendwann haben wir dann wieder online gestellt, wo ich drauf gekommen bin, dass der Feed kaputt war. Schau ins iTunes-Verzeichnis, ist er dort gelöscht. Mhm. Also eigentlich, er steht dort als gelöscht. Er ist drinnen gewesen mit dem Flag gelöscht. Gelöscht. Mhm. Daraufhin habe ich ihn versucht, dort zu löschen. Mhm. Das moderne Löschen. Ja, okay. Dann habe ich versucht, ihn zu aktualisieren und wieder einzureichen. Mhm. Das geht auch nicht, das ist ausgegraut. Mhm. Dann habe ich versucht, den Feed zu ändern, wieder zurückzuändern und dann wieder einzureichen. Mhm. Das hat nichts bewirkt. Ja. Dann habe ich versucht, ihn noch einmal einzureichen als weiteren Feed. Das hat auch nichts bewirkt über Monate. Mhm. Dann habe ich in Danke an den Matthias Bendel vom IT-Keller, der mir den Tipp gegeben hat, ich soll doch an iTunes Connect eine Support-Anfrage stellen. Also da gibt es auch eine E-Mail-Adresse dazu. Okay, spannend. Die haben dann darauf reagiert und gesagt, ja, sie haben sich den Feed noch einmal angeschaut jetzt, re-evaluiert, Feed ist in Ordnung und so weiter. Also sie nehmen ihn wieder auf und ich soll ihm doch einen Tag Zeit geben. Ich habe ihm eine Woche Zeit gegeben, er ist nicht wieder, sondern er hat eine neue Fehlermeldung bekommen, nämlich der Feed sei, also es trete ein Fehler auf beim Versuch, eine Episode des Feeds downzuloaden. Okay. Daraufhin habe ich noch mal geschaut, funktionieren alle Episoden, jede einzelne selber mit meinem Feed, im Podcatcher noch einmal runter, den ganzen Sermon. Geht alles ohne Probleme, der Feed ist in Ordnung, sicher alles in Ordnung. Und dachte, so einen Versuch gebe ich Ihnen noch und habe es noch einmal hingeschrieben, die genaue Fehlerbeschreibung und Symptomatik. Und siehe da, haben sie mir geschrieben, ja, im Feed war ein Leerzeichen zu viel.
Aber ich bin ein Gleichzeichen zu viel und daher war die Adresse falsch und darum ist es nicht gegangen. Also daraus schließe ich, dass in Wirklichkeit in iTunes Connect ein manueller Übertragungsschritt von einem System auf ein anderes passiert, wo da wer mit Copy und Paste was rüberschaufelt und offensichtlich ein Gleichzeichen zu viel. Weil dein Feed ja in Ordnung war. Weil mein Feed, das dort eingetragen war, habe ich im Browser raufgezogen in die URL und das war in Ordnung und ist herausgegangen. Leerzeichen und Copy Paste. Wenn wir schon dabei sind, Aufruf an jeder, der uns per iTunes hört, bitte schreibt uns auf iTunes ein Feedback. Man kann da so ein Review schreiben über unseren Podcast. Wir haben derzeit ein einziges vom Jörg Wokonik. Und wir würden uns freuen, falls wir das kriegen, weil wir dadurch bei iTunes sichtbarer werden. Ja, das ich habe leider keinerlei Einfluss auf. Das macht sicherlich Sinn, das iTunes. Katalog wird ja doch aus intensiv genutzt. Aber ich bin nicht der Meinung. Also ich glaube nicht, dass das viel Sinn macht. Ich wünsche mir was anderes. Was sogar Optikum. Das auch. Aber ich wünsche mir was ganz einfach ist und was, glaube ich, im Endeffekt mehr bringt. Ja. Ich bitte die Hörerinnen und Hörer mal nachzudenken, ob sie noch eine weitere Person kennen, die vielleicht diesen Podcast auch gerne hören würde. Und falls ja, ein kurzes E-Mail oder eine kurze Nachricht an die Person und den Podcast weiterempfehlen. Jetzt haben wir leider keine Biertaucher-Bleistifte mehr zum Verschenken. Wenn Sie uns einen Neuhörer geben, gewinnen Sie diesen Bleistiftstummel. Und wenn Sie zwei, dann kann man ja, das Kultur nein. Ja. Ja, würden wir natürlich auch nicht. Weiterempfehlen. Ja. Mundpropaganda ist eine gute Sache. Viele Podcasts haben Mundpropaganda angefangen. Das ist einfach die beste Werbung, die uns passieren kann. Das stimmt. Ja, bin ich auch der Meinung. Also die meisten meiner Podcasts habe ich entweder auch über Mundpropaganda, erzähle mir Leute davon, oder ich schreibe mir kurze Erwähnungen von Podcastern, welche Podcasts sie hören. Die lassen das ja manchmal so zwischendurch fallen, so wie ich, und dann schreibe ich mir das raus. Und falls Sie am Chaos Communication Kongress herumrennen, da gibt es jetzt zwei Typen, die mit feschen, schwarzen Bierdocherleiberl herumrennen werden, da können Sie uns direkt anquatschen. Gut. Soll ich ein bisschen was erzählen über die Big Brother Awards? Bitte, erzähl über die Big Brother Awards. Okay. Dann schließe ich mich dann an mit TEDx. Sind ja jedes Jahr, ich glaube, ich habe schon 2-3 Mal darüber berichtet, im Rabenhof Theater. Was ist der Big Brother Award? Das ist ein negativer Award, indem Firmen gekürt werden, die besonders große Verfehlungen begehen im Bereich von Datenschutz. Das heißt, wie gehen Sie mit den Daten Ihrer Kunden oder also der Dienstleistung, die Sie anbieten, die Sie wahrnehmen, um? Werden diese Daten weitergegeben? Und da gibt es verschiedene Kategorien, wie zum Beispiel, Business und Finanzen oder Behörden und Verwaltung oder Politik. Und das wird Jahr für Jahr veranstaltet vom Verein Quintessenz, der eben ein Verein ist, der sich um solche Themen sehr intensiv kümmert. Und es ist schön, dem beizubewohnen. Es gibt es ja jedes Jahr, aber die Show ist ja auch relativ lustig. Ne? Mir kommt vor, dass es jedes Jahr ein bisschen mehr Show wird. Mehr Show. Ja, aber im positiven Sinne. Ist jetzt nicht abwertend gemeint, sondern mir fällt nur auf, dass wir versuchen, den Unterhaltungswert auch. Wird aber noch nicht im ORF übertragen. Ne? Also so massiv. Es gibt Livestreamings schon, nicht im ORF. Ja. Okay. Aber der ORF, kann ich jetzt schon mal vorausschicken, war einer der Kandidaten für den nominiert, Preis. Sehr gut, ja. War nominiert, ich weiß. Nicht. Nein, gewonnen hat er nicht. Ja, okay. Moderiert wird das Ganze vom Esel, also er bezeichnet sich so, und weiß jetzt nicht, wie er im realen Leben heißt, tut auch nichts zur Sache, aber es ist auch, glaube ich, er ist verbandelt mit esel.at. Das ist so eine Kulturseite, ne? Kulturkommunikationsvermittlungsseite. Genau, richtig. Und ich habe jedes Jahr bei dem Moderator immer so, er ist zum zweiten Mal, muss man sagen. Ja. Letztes Jahr ist er für jemanden eingesprungen. Und ich habe immer meine Probleme, weil er am Anfang immer sehr mir zu lustig ist. Mhm. Aber er macht dann eigentlich immer so schlaue und feinsinnige Bemerkungen, dass ich dann immer so, am Ende der Show bin ich dann immer hin und weg vom Esel, muss ich sagen. Ja. Okay. Und dieses Jahr war er auch aufgetreten, verkleidet als Lemming, weil natürlich gutes Sinnbild für den Nutzer und so. Ja, und er hat auch versucht, irgendwie so das Publikum zum Mitmachen zu animieren, indem er irgendwie so, und jetzt stellen Sie sich vor, Sie gehen auf eine soziale Webseite und wollen
nur eine Information haben. Ja. Und jetzt bekommen Sie die AGB und jetzt machen Sie dieses Geräusch. Oh. Irgendwie so, immer nur so Stöhngeräusche. Oder Sie kommen drauf, jetzt beim zweiten Schicht wird jetzt zusätzlich zu Ihrem Google-Account noch die Telefonnummer abgefragt und so. Und das ist halt so, wie die, er hat eben diesen Lemmings-Vergleich gebracht. Mhm. Es gab auch eine Gruppe, eine musikalische Untermalung, die auch keine Unbekannten, zumindest für mich, waren. Das war nämlich die Gruppe Rammelhof. Sagt ihr die was? Nein, aber klingt lustig. Die hatten... Moment, haben die nicht dieses Putin? Ja. Ja, doch, genau. Genau. Super, da haben wir nämlich schon mal geredet, genau. Die haben beim Protest zum Contest nämlich schon mal gewonnen. Putin. Schönes Hühnerhof-Video. Genau, richtig. Und ja, mir ist das sofort wie Schuppen von den Augen gefallen, weil der Sänger mit seinem Helm und seiner Antenne trocknet und der Sängerin, das ist einfach so markant. Und war auch mit viel Verkleidung und Bühnenaufbau. Ich habe einen Schauspieler dabei gehabt, der teilweise auch gespielt hat. Sich. Ich weiß nicht, also ich kann ja nicht unterscheiden, welche alte und welche neue sind, aber es gab einige unbekannte Nummern. Also was sie dann, glaube ich, haben sie es am Ende gespielt oder mittendrin, aber eins, das mir so, wo mir die Punchline so im Ohr geblieben ist, war, dass die Nummer eröffnet und es kommt der Schauspieler auf die Bühne als Hitler verkleidet, der sich gerade Ski anzieht und der Refrain dieses Liedes war so in der Art, wer so fesche Ski hat, fährt doch nicht zum Ski hat. Okay. Muss man hören. Also ist auch keine Gruppe, die ich mir jetzt so, glaube ich, auf ein Konzert gehen würde. Aber für da hat es halt irgendwie sehr gut gepasst, weil jedes Lied halt irgendwie so politische Aussage hat. Okay. Ja. Und in Lauter Dorn war auch ein Bekannter, habe ich mich sehr gefreut. Einer der Preise hat angesagt, der Peter Burkhardhofer, TU-Professor. Zu dem haben wir eine gute Geschichte aus dieser Woche. Wirklich? Ja. Sehr gut. Der macht ja Abend. Der müsste ja übrigens, apropos Peter Burkhardhofer, macht ja auch einen Podcast, aber immer nur zu seinen Vorlesungen dazu, staffelweise. Und ich glaube, jetzt müsste gerade eine neue Staffel angelaufen sein. Sehr empfehlenswert. Ja. Also der Peter Burkhardhofer fragt, glaube ich, oder so. Ne? So hat er in der Season 1 geheißen, ja. Aber das, ja, wie gesagt. Da hat einfach die interessante Leute von sich erfinden. Ja. Such nach Burkhardhofer. Siehst? Weitersagen. So funktioniert das. Okay. Also ich lese euch vielleicht ein paar der eigentümlichsten, also ich weiß nicht, alle Kandidaten jetzt im Einzelnen zu besprechen, ist, glaube ich, zu. Man kann es ja nachlesen auf der Website. Aber was so eine beliebte Kategorie ist, was letztes Jahr zum Beispiel war, hat gewonnen Mattel mit so einer Barbie-Puppe, die mit Mikrofon die Gespräche mit den Kindern aufzeichnet. Spionier-Barbie-Puppe. Und so im Bildungsbereich hat sich in dem Sektor auch nichts gebessert, muss man sagen. Mhm. Es gibt eine Firma namens VTech. Die stellt Lernspielzeug her und Lernunterlagen. Klingt und ja, richtig. Und die weist aber schon in den AGBs darauf hin, dass jede Information, die man in ihnen sendet, und es wird die Information direkt vom Lernspielzeug zu ihnen übermittelt, dass die nicht sicher sein muss und überhaupt abgefangen werden kann oder von anderen unautorisierten Parteien. Die wollen sich einfach, glaube ich, vom Security-Thema einfach so verabschieden. Fand ich schon ein starkes Stück. Das andere ist SchoolFox. Kennst du diese Software? Das ist ein digitales Klassenbuch. Also was man so früher geführt hat, wo man so Sachen einträgt, die die Klasse beziehen, ist jetzt auch natürlich auch im Digitalen. Da können sich Eltern eintragen und die Notfallsnummern und die Kinder und solche Sachen. Aber auch hier werden die Daten verwendet von SchoolFox für Benachrichtigungen über Leistungen oder Marketingaktionen und Werbeangebote von SchoolFox. Wunderbar. Eine Sache, die mir überhaupt nicht bewusst war, und da spielt jetzt der ORF rein, sind Soundbeacons. Die Punchline dazu war der Spion, der aus dem Äther kam. Und sagt euch das was, Soundbeacons? Das ist ein Marketing-Tool, das angeblich auch bei uns langsam Fuß fasst, in anderen Städten und Geschäften schon mehr genutzt wird. Das sind Geräusche, die kannst du die sind für das menschliche Ohr nicht wahrnehmbar und die werden in Geschäften abgespielt. Und hast du eine entsprechende App auf deinem Phone zum Beispiel, weiß ich nicht, Hausname, irgendein Markenname, dann hört der, wo du bist. Dann kann er dieses Geräusch rausfiltern und daraus kann der Geschäftsbesitzer ab, wer da gekommen ist. Wer ist gekommen oder wo ist er vorbeigekommen, weil also verschiedene Orte, verschiedene Sonderwachsen, das ist eine, genau, richtig, so in der Art.
Und der ORF hat jetzt auch eine Kooperation ist er eingegangen mit einer Firma, die auch mit dieser Technologie arbeitet. Sie haben zwar gemeint, sie werden diese jetzt nicht an dritte Parteien weitergeben oder so, aber dass das da schon so weit ist. Ja. Und das fand ich halt irgendwie so creepy, weil das ist halt so Realität hinter der Realität. Ja, ja. Man kriegt es nicht mit, es ist unhörbar, es ist überall da und du bist überwacht. Und es war mir vollkommen nicht bewusst. Du bist ja auch nicht das Produkt, also du bist der Kunde, du bist nicht der Kunde, du bist das Produkt. Ja, das spielt genau das auch wieder rein, aber wie gesagt, es kommt dann immer wieder, und das war halt diese die Art, einfach über das Geräusch, das zu machen, das fand ich irgendwie besonders creepy. Ja. Was waren noch so Klassiker wie Autohersteller, BMW, die natürlich, da sind wir uns aber hoffentlich, das sage ich jetzt so, aber sage ich jetzt mal so, aber das halt Verkehr und die ganzen intelligenten Cars, die kommen werden, das wird uns noch einmal ein Stück gläserner machen, als wir es schon sind. Ja. Ich glaube, da gibt es vielleicht gibt's da schon Projekte, wo wer weiß ist, aber zum Beispiel, Sie haben eben da BMW als Kandidaten aufgeführt, die gleich in jedes Auto eine SIM-Card einbauen wollen. Und kannst jedes Auto permanent tracken. Genau, glaub, kannst du. Ich glaube, das kann für mich immer schlimmer werden, wenn ich mein Auto ausparke, dann sende ich das alle paar Sekunden heim. Deine Ausparkautos, die machen das sowieso die ganze Zeit. Bei den anderen hast du ja die Vignette und die Mautstellen. Ja, wie gesagt, also das hat mich nicht verwundert sozusagen, an der Front nichts Neues. Mastercard möchte jetzt eine Technologie einführen, wo man mit seinem Selfie bezahlen kann. Das heißt, statt PIN kann man sein Gesicht reinhalten. Und damit jetzt nicht so schlaue Leute draufkommen, das Foto davor zu halten, muss man dann irgendwie, glaube ich, so eine Spezialgeste machen mit Zwinkern. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall auch keine sehr erfreuliche Technologie. Man müsste sowas erfinden wie ein Video und diese Geste aufnehmen. Wahnsinn. Ja, genau. Es ist ja... Das ist einfach, das sind so Ideen, die hört man und man weiß, es ist keine gute Idee. Tja. Und sie werden trotzdem, aber egal. Darum geht es ja bei diesem Preis. Es ist immer ein Wechsel, ein Heiß- und Kaltbad zwischen, ja, wir lachen drüber, boah. Ja. Das nächste ist, erwähne ich, weil es der skurrilste Kandidat war, das ist WeWipe, die stellen Vibratoren her. Und Vibratoren, das Internet of Things. Was kann man da jetzt falsch machen? Ja, die werden ja jetzt auch immer schlauer. Internet of Things und so, kann man das natürlich auch. Nicht für, sagt der funkt. Für Pärchen gibt es da eine eigene Smartphone-App, die sich auf den Vibrator einloggen kann. Du kannst den Vibrator fernsteuern. Für Pärchen und die dann halt Spiele und solche Sachen, erotische Spiele, kann man sich ja einiges vorstellen oder so. Erotisches Swipen und so. Aber diese Daten, er hat nämlich zum Beispiel diesen WeWipe, glaube ich, hat auch einen Temperatursensor und eingebaut. Und diese Daten werden natürlich auch übermittelt an das Unternehmen. Allerdings gibt es da schon Klagen, aber da muss man halt schauen. Alte Bekannte, Elga, die elektronische Krankenakte. Ja, die haben wir schon mehrmals. Handysignatur. Auch nicht sicher, wird vom Hersteller darauf verwiesen, dass laut Gesetz muss man nur zwei Sicherheitskriterien erfüllen. Das sind halt so Ansagen, die hört man nicht sehr gern, wenn die Handysignatur für die Unterzeichnung von Verträgen benutzt werden kann. In der Politik haben sie verschiedene Sachen, beispielsweise wir hatten ja den Safe Harbor, der Max Schrems so gut eingeklagt hat. Dafür haben sie jetzt einen neuen Begriff, das Privacy Shield. Bringt leider aber keine Verbesserung in dieser Sache. Das heißt, hoffentlich nimmt sich der Max Schrems oder jemand anderer Beherzter dieser Sache an und verfolgt das weiter. Wir haben ja nichts zu verbergen. In Österreich ist es so, dass man Spionage prinzipiell erlaubt ist, wenn sie sich nicht direkt gegen Österreich wendet. Das ist auch so eine Sache. Österreich tut sich da leicht, halt fremden Geheimdiensten große Befugnisse zuzugeben. Und ich weiß nicht, Google Allo, dieser neue Chat-Client von Google natürlich, ist der immer Mitdienst und wo eine künstliche Intelligenz versucht, dir schon die Sätze vorzuschreiben, was du antworten möchtest. Panasonic, auch so ein Klassiker, alle Fernseher und so versuchen halt auch das Nutzungsverhalten aufzuzeichnen. Oder als letztes kann ich noch bringen, auch einen alten Bekannten, wobei jetzt in diesem Kontext war er jetzt bei den Big Brother, aber jetzt bin ich mir nicht sicher. Windows 10 kann man jetzt seit dem letzten Update Cortana nicht mehr simpel deinstallieren.
Cortana? Cortana ist ein Sprachassistent eigentlich, auch mit künstlicher Intelligenz, aber auch mit Verbindung in die Wolke arbeitet. Und bis jetzt konntest du es einfach deaktivieren. Lauscht mit, denkt mit. Ja, genau. Sendet mit. Ne? Und jetzt kannst du es nicht mehr so einfach, jetzt musst du Registry graben und das ordentlich rausoperieren. Wahnsinn. Besonders, du hast einen großen Nachteil, wenn du es rausoperierst, weil die Desktop-Suche funktioniert dann einfach nicht mehr, wenn du es abstellst. Und das haben sich auch einige andere Privacy-Settings durch das Update verstellt. Tja. Augen auf. Insgesamt empfehlenswerte Veranstaltung? Ja. Okay. Und lustig auch, also trotz traurigen Thema. Es ist auf jeden Fall lustig und was mich sehr gefreut hat, das Publikum wird auch jedes Jahr korrigierter irgendwie. Ich mag das ja, also beim Protest zum Contest ist immer so ein großes Hin und Her und diesmal war auch so kritische Stimme, zum Beispiel ein Laudator war irgendwie im Zusammenhang mit der Grünen Partei und der hat glaube ich auch die staatlichen Kandidaten vorgelesen oder so und da hat eine kritische Stimme gemeint, naja, sie sind ja auch Grüne und so, könnten sie uns nicht was verraten und das fand ich auch wenn der Laudator dann das, er hat auch darauf reagiert, uns gesagt, ich bin nicht mehr in der Regierung und so. Und, aber ich fand einfach, dass man den Diskurs, er muss ja nicht ewig lang sein, aber dass man sich selber als Publikum da auch ein bisschen ermächtigt, ist sehr gut. Gute Veranstaltung, weitermachen. Rabenhoftheater ist überhaupt eine nette Location. Würde ich jedem empfehlen. Sie spielen ja nicht nur, also Big Brother, das ist eine von vielen Veranstaltungen, oft Kabarett, glaube ich. Ja. Und auch so ein bisschen politisch, eine linke Geschichte. Und es ist einfach auch schön zu sehen, weil es ist ja in diesem Hof, im Gemeindebau drinnen. Ja. Das Theater im Gemeindebau. Genau. Und sehr schön eigentlich auch. Du bist im Innenhof ins Richtig, Haus. Richtig, in diesem Bögen und bist in diesem Gemeindebau und gehst ein paar Treppen rauf und hast es. Also, wenn ich reinkomme, bin ich schon. Roten Wien, ne? Ja, ich bin einfach schon vom Rabenhof-Theater-Setting schon ein bisschen verzaubert und ich habe auch wirklich viele schöne Sachen gesehen. Also, Tipp. Dann schließe ich mich gleich an. Oder hast du was, Stefan? Was du auch eine Veranstaltung. Ja. Ich war am Radkult-Festival. Radkult? Ja. Da geht es ums Radfahren, oder? Da geht es ums Radverkaufen. Radverkaufen, okay, ja. Das war in Marx in der großen Halle, da in der ehemaligen Markthalle, ja, die zur Veranstaltung umgebaut worden ist. Riesenhalle ist das Ganze. Was sagst du zur Halle? Ziemlich komplett. Ja, ich war schon ein paar Mal dort. Ziemlich komplett. Also die, große Teile von der Halle sind auch verwendet worden. Mhm. Großer Bereich zum Beispiel mit Radpolo bespielt worden. Das erste Mal gesehen. Dann war ein Langsam-Fahrradfahrwettbewerb. Es war ein Riesenbereich. Fressalien natürlich. Es war ein E-Bike-Testbereich. Und das war ein sehr großer Bereich, den man vielleicht so als Messeausstellungsbereich bezeichnen könnte. Ziemlich kommerziell die ganze Geschichte. Ich glaube, so 15 Euro Eintritt und dann eben eigentlich auch eine Verkaufsveranstaltung, die ganze Sache. Ich habe viele sehr schöne Fahrräder dort gesehen, sehr viel Retro, sehr viel hübsch designtes Zeug, aber eigentlich nicht wirklich viel Neues. Also wenn man sich auf dem Bereich über das Internet informiert, hat man die Trends eigentlich eh, also sensationelle Neuigkeiten waren keine dort, aber es war ganz nett zu sehen, auch zum Beispiel ein Fahrrad, das wir gerne hätten, nämlich von, ich hoffe, ich erinnere mich richtig, von W24, ist auch in meinem Twitter-Feed irgendwo als Foto drinnen, die haben ein TV-Fahrrad, also ein Lastenrad umgebaut, sodass man hinten, da sitzt einer drauf und strampelt und vorne die Lastenfläche ist umgebaut in ein Fernsehstudio, sodass zwei Leute da in dem Anhänger drinnen sitzen, die einander so schräg an schräg ist, bei manchen alten Couchen war, sodass man sich so nebeneinander sitzt, damit die unterschiedliche Richtung schaut und der eine ist dann halt der Interviewer und der andere der Interviewee und das wäre ausgezeichnet für Podcasting. Also das wäre ein super Podcast. Ritschka-Podcast. Genau. Schön. Ist das auch, aber ist nicht zu, oder? Das Dach hier auch oben drauf. Zu ist es nicht, aber es ist so ein bisschen Sonnendach oben drauf. Okay, wo sie dann die Kameras montieren, weil so richtig sozusagen für Online-Fernsehaufnahmen ist. Und sie machen auch damit ein Programm in Wien, wo sie halt herumfahren mit dem Fahrrad und also hinbringen das Fahrrad an die Stelle und dann dort aufnehmen. Gute Idee. Ich glaube, TV-Radl heißt das Ding. Ja. Ziemlich viel E-Bikes, das ist jetzt modern, ziemlich viel Fixies, ziemlich viel alte Rahmengeometrien
oder nachgemachte alte Rahmengeometrien, das war sehr hübsch. Relativ viel Kleidungsbereich, aber eher so, wie sage ich jetzt, Hipster-Fahrradkleidung, keine Tourenfahrrad-Sachen. Das hätte mich eher interessiert. Ich bin zurzeit ein bisschen auf der Suche nach Tourenfahrradschuhen. Sowas hatten diese dort nicht. Also, das ist nicht cool genug. es geht eben um Radkult. So gesehen cool, ja. Ist der Name auch das, was dann die Veranstaltung bringt. Und das Hochrad hat noch nicht komplette Renaissance. Das mit diesem einen riesigen Hochrad. Ich habe ein Hochrad gesehen, allerdings nicht riesig, sondern nur, man könnte sagen, eine Hommage dran oder sowas. Da war das Rad vielleicht eineinhalb Mal so groß, wie es normal ist, und da saß dann einer drauf und fuhr. Was aber ein neuer Trend ist, was auch ziemlich steil ausschaut, das sind, glaube ich, 36 Zoll Räder oder so. Also ein normales Fahrrad hat irgendwo zwischen 26 und 28. Das ist einfach groß. Und oder? Das sind einfach überproportional große Räder, und dann ist der Rahmen so ein bisschen tiefer wieder reinmontiert, damit man eben damit man noch normal raufkommt. Und dann sind das zusätzlich auch noch Ballonreifen, und dann schaut es Offroad oder schaut, naja, es ist, glaube ich, nur zwingt der Show optisch. Ist das das Äquivalent zum SUV, zum Geländewagen? Ich habe mich weniger an diese SUVs erinnert gefühlt als an diese Monster Trucks. Ah, ist das also ein Monster Truck? Das ist eher so ein Monster Truck Fahrradfahren. So, da fürchtest du dich dann nicht mehr vor der Straßenbahnschiene, ne? Da mit einem Ballonreifen, da rollst du drüber in der Spur. Also es waren ein paar so ein bisschen schrägere Sachen, ein paar ganz hübsche Lastenräder waren auch, aber das waren eher relativ wenig. So wirklich Neuigkeiten habe ich keine gesehen. Da tut sich auf Indiegogo und Kickstarter mehr mit neuen Fahrradkonzepten zurzeit als beim Radfestival. Ja, da wendet sich vielleicht auch so an ein städtisches Publikum, total, die auf diesen Retro- und Stylish-Sachen. Ich muss auch sagen, manchmal schaue ich auch irgendwie von den Raben her, wie man in der Stadt sieht. Also wirklich so die alten Rahmengeometrien kommen teilweise wieder, die ganz hübschen. Also tendenziell eher ein bisschen zierlicher ist das, was man jetzt gewohnt ist, optisch, mehr Verstrebungen. Die alten Farben, sage ich jetzt, also so ein bisschen so dieses Zuckergrün, Zuckerblau, Zuckerrosa, so diese eher in Pastellfarben gehenden Effektlacke, wie welche, die schimmern, die eher glänzen und so. Also so solche Sachen, was man bei Fahrrädern sonst halt eher nicht gewohnt war. Nicht? Der Fahrrad war eher Gebrauchsgegenstand, und jetzt wird es immer mehr zu einem Selbstdarstellungswerkzeug. Und trotzdem ist natürlich, also das können sich natürlich im Vergleich auch mehr Leute leisten als ein entsprechendes Auto. Ja, also, ist einfacher, ja. Ja, so ein Ding. Das ganze Ping-Ping geht jetzt ins Fahrrad rein. Ja, und das geht halt doch noch im, weiß nicht, 3.000-4.000 Euro Bereich los und nicht im 30.000-40.000 Euro Bereich über den Autos. Ich kann elegantest überleiten zum Thema Selbstdarstellung, zum Thema TEDx. Ich war auf einem TEDx Vienna Event. Ja, was wir angekündigt haben. TED ist Technologie Event Entertainment Design. Gibt es die berühmten TED Talks, die kann man sich im Internet auch gratis anschauen, sind auch alle größtenteils Creative Commons lizenziert. Und das sind halt, ist halt eine Show, die aus Kalifornien, glaube ich, entstanden ist und jetzt globalisiert auftritt. Und sind immer halt so wissenschaftlich oder sonstige Avantgarde-Themen gut präsentiert für ein aufgeklärtes, interessiertes, weltverbesserungsfreudiges Publikum. Mhm. Du hast aber nicht geredet dort, hast du es nur angeschaut? Noch nicht. Also ich habe natürlich, mein Selbstdarstellungstrieb ist natürlich so groß, dass ich deshalb hingegangen bin, weil ich rauskriegen wollte, ob ich da vielleicht selber mal einen TED-Talk vorbereiten soll. Und ich habe mir das, glaube ich, irgendwann im Sommer gekauft, das Ticket, vorbestellt, und ich habe ca. 100 Euro hingelegt für einen Tag lang beim TED-Talk dabei sein. Okay. Ich habe keine Studentenkarte mehr gekriegt, also ich glaube, Studenten haben es ein bisschen billiger gekriegt. Wo hat sich das Ganze abgespielt? Im Wiener Volkstheater, beim Museumsquartier gleich, also schöne Location, schönes Theater. Und ich bin standesgemäß ein bisschen zu spät gekommen und wurde dann von einem der vielen freiwilligen Helfer in eine Loge geführt. Und das war dann aber mein Glück sozusagen, weil diese Loge war die Loge, wo auch nachher die Sprecher hingehen. Also das war so die VIP-Loge. Also einen besseren Platz hätte ich nicht kriegen können. Also ich konnte dann mit den Leuten, nachdem sie einen Talk gehabt haben, habe ich gleich selber mit ihnen weiter touchen können. Das war perfekt. Also, ja. Besser geht es eigentlich nicht. Also Tipp, zu spät kommen. Und sonst, dieses TED, also die Original-Talks heißen TED-Talks. Und wenn jetzt eine andere Stadt sozusagen
in dem Sinn einen TED-Talk macht, heißt das dann TEDx, also ein Independently Organized TED-Event. Der übernimmt sozusagen die Struktur und das Konzept, aber... Das gab ja Franchising-Konzept. Ja, ja, also ich weiß auch nicht, ich nehme an, da fließt auch ein bisschen Geld und so. Und das sieht man auch immer wieder im Internet, also die guten TEDx-Talks, also die werden dann herumgereicht, die Speaker, und schwimmen dann sozusagen nach oben und werden populärer. Mhm. Also es ist ganz cool. Wurdest du inspiriert? Ja, jein. Also es hat mein übliches Horst-Chaos-Leben hat zugeschlagen, weil zur selben Zeit habe ich auch nette Leute da gehabt als Gast und wollte eigentlich dann mit denen unterwegs sein. Also es hat sich dann halt gespießt, das habe ich natürlich vor einem halben Jahr nicht gewusst. Ja. Es war noch dazu Kaiserwetter in Wien und der erste Talk war dann jemand, von dem mir auch meine Schwester erzählt hat, ein Londoner Fußgänger-Experte, also für urbane Stadtplanung. Und der hat dann einen Vortrag darüber gehalten, wie wichtig es ist, zu Fuß gehen, und über seine diversen Städte, die halt die wo die Stadtplanung jetzt fußgängerfreundlich umgestaltet wird und Fußgänger Priorität haben und so. Und ich bin die ganze Zeit drin gesessen und habe gedacht, ja, er hat so recht und draußen ist so schön und ich sitze da umeinander. Und so, also es war halt, bin mir selber ein bisschen im Weg gestanden. Und diese Talks sind meistens 20 Minuten. Ja, dazwischen. Ja, also es gibt welche, die machen sogar noch kürzer. Und das ist einerseits ein Vorteil, weil dann ein Talk nicht so endlos lang ist. Also auch wenn er mal nicht so das super Thema ist, ist er bald wieder vorbei. Und dazwischen ist eine sehr kurze Moderation. Da macht dann so ein Moderator ein Witzchen oder stellt eine kleine Extra-Frage und dann kommt schon der nächste. Ja, war das ein Bekannter, dir Bekannter oder der Moderator? Die Moderatoren habe ich jetzt nicht gekannt. Ja. Da kann ich jetzt nichts dazu sagen. Und die Speaker waren sehr international ausgewählt. Ich habe auch mit den Organisatoren geredet. Die waren sehr stolz, dass sie da so tolle Speaker gekriegt haben. Und das Ganze ist aber einen ganzen Tag lang. Also du sitzt da, glaube ich, drin von 10 Uhr früh bis 10 am Abend, bis 8 am Abend. Und dadurch zahlt es sich halt. Ja. Und wer einmal im Volkstheater war, ich meine, man hält das schon 2 Stunden aus in einer Loge, aber du kannst nicht wirklich die Haxen ausstrecken und dich viel bewegen. Das ist halt eng. Du hast nicht in die Rote Bar gehen können zwischendurch. Ja, ich bin eh rein und rausgegangen und man hat auch gesehen, die Leute sind dann immer mobiler geworden. Und es waren dann, glaube ich, immer alle 3 Talks, also jede volle Stunde, haben es dann eher Pause organisiert. Und man hat auch bei dem... Man hat so ein Umhängeschildchen und ein Bändchen gekriegt, da stand auch das Programm drauf, also schon auf dem Schildchen, was dir am Hals gehängt ist, hast du genau gewusst, wann jetzt die nächste Pause ist und der nächste Block, und die Blöcke waren auch so thematisch geordnet. Also sie haben das versucht, so gut wie möglich zu organisieren und aufzulockern, aber es war halt wie bei jeder Tech-Konferenz oder was du auch du sagst über den CCC, Stefan, man geht ja nicht hin wegen den Vorträgen, sondern wegen dem Drumherum und wegen den Menschen. Also das... Es kam mir vor wie eine Tech-Konferenz für Nicht-Techis. Okay. Ja, und waren es wirklich so technische Vorträge? Nein. Das ist mehr allgemein Bildungspublikum oder weltverbesserungsfreudiges Publikum. Ja. Es ist immer so ein bisschen Entertainment und viel Technologie und dann Design und so. Coole. Und internationale Sprecher, das war schon. Und ich habe jetzt halt das Gefühl gehabt, ich kriege jetzt bessere Talks, wenn ich zu Hause sitze und einfach ziellos nach TED-Talks rumsurfe auf der TED-Homepage. Ne? Weil ich dann natürlich die besten weltweit kriege oder die mich am meisten interessieren. Und hier habe ich jetzt die Auswahl gekriegt, die eben die TEDx-Wiener-Leute sich leisten konnten oder hergeholt haben. Ich habe irgendwie geglaubt, das sind jetzt lauter lokale Leute aus Wien. Stimmt. Und das war aber überhaupt nicht so. Die haben halt diverse Sprecher eingeladen gehabt oder so. Das ist ja auch Geld da. Das wäre vielleicht sogar interessanter gewesen, lokale also, Leute. Ja, ich hätt mal auch mehr erwartet, dass da mehr lokal ist. Das, aber keine Ahnung. Das wäre mal ein gutes Input. Ja, ich habe auch so das Gefühl gehabt, dann bei einem Talk habe ich mir gedacht, den habe ich schon mal auf YouTube gesehen. Das war auch nur bei einem. Das habe ich auch nicht ganz kapiert. Reist der jetzt einfach herum und hält seinen Talk in möglichst vielen Locations und ist halt ein professioneller Sprecher, spricht ja auch nichts dagegen, oder hat er so einen ähnlichen schon einmal gehalten und das war jetzt das Update, das habe ich nicht ganz rausgekriegt. Aber Fazit, also mir war doch ab und zu ziemlich fad und dann bin ich halt herumgewandert, es hat ein Rahmenprogramm gegeben, es hat so einen 3D-Flugsimulator gegeben von der TU Wien, wo es wirklich so jemanden voll verschnürt haben und der ist dann mit einer VR-Brille so in einer Art Gleichgewichtszustand geschwebt und hat dann so ein Videospiel gespielt, wo er wirklich also in der Luft hängt. Ich habe ein Filmchen gemacht. Schon vorher erprobt, oder? Ja, also ich habe mich nicht reingehängt, aber ich habe zuschauen. Das war ein Riesengestell mit so 17 Schnüren und Gegengewichten und da ist er halt balanciert. Das war nett und sonst waren so sehr viele Karriereboost-Sachen, wo man halt so sich interviewen lassen kann.
Und sehr interessant, es waren auffallend viele schöne junge Leute. Und dann habe ich einen von den Organisatoren gefragt, was da ist. Funktioniert das irgendwie so auch als Dating-Plattform oder so? Oder warum die wirklich sehr aufgemaschelt sind? Und dann hat er gemeint, ja, ihnen ist auch schon aufgefallen. Sie können es sich nicht ganz erklären. Aber es sind halt viele Kameras da, es wird live gestreamt. Und anscheinend, also ich meine... Oder vielleicht das Theater-Setting, ist man ja gewohnt. Ja, ja, also es war jetzt, es ist schwer zu beschreiben. Für Wiener Verhältnisse waren die Leute ungewöhnlich gut angezogen und hergerichtet. Mhm. Ja. Und meine Erklärung ist einerseits, dass halt viele da auch hoffen, dass irgendwie karrierebeschleunigende Bekanntschaften machen oder halt in so einem Livestream Netzwerken gut dastehen, Power-Netzwerken, ne? Und sind auch eher junge Leute, also die müssen noch an ihrer Karriere basteln. Und das andere, was ich das Gefühl gehabt habe, dass, also ich habe nicht ganz kapiert, ob die da hingehen, um wen kennenzulernen. Ich habe eher so das Gefühl gehabt, dass das so ist, ich imponiere jetzt meinem Date, indem wir gemeinsam auf den TED-Talk gehen. Also so eine Art Interpretation. Ja, ja. Also ich habe mich nicht ganz ausgekannt. Und sonst sehr viele Leute, die sich selbst sehr ernst nehmen und sehr überzeugt sind von sich selber. Also ich würde gut hinpassen und könnte auch mich selbst darstellen. Also es ist ein bisschen auch eine Selbstdarstellungsplattform. Na klar, aber ja, die Wiener sind einfach unheimlich schöne Menschen. Absolut. Sieht man schon an den Büchern von Manfred Dex zum Beispiel. Absolut, ja. Kann man einzigartig herausgearbeitet. Ja. Nein, das war glaube ich das, was mich irritiert hat. Es waren da zu wenig normale Wiener, sondern die waren alle so gut aussehend und jung und so weltverbesserisch drauf, aber studieren trotzdem WU, also so irgendwie. Das muss ja kein Widerspruch sein. Ja, müssen wir mit der Melanie diskutieren. Genau. Ja, also es war ein bisschen strange das Ganze und sonst, ich möchte jetzt sagen, mir war es das Geld wert. Es war okay, ich wollte mal live dabei sein. Mhm. Ich hätte natürlich alle Vorträge mir auch zu Hause anschauen über Streaming, beziehungsweise sie kommen auch auf YouTube. Kommen also, sie dann? Ja, halt nicht so geschwind, aber das Streaming zumindest war, glaube ich, ziemlich oder, in Echtzeit. Oder eine ganze Woche Privacy Week für 24 Euro. Ja, also es gibt billigere Vergnügungen. Ne? Und vom Rahmenprogramm her, es war dann auch Verköstigung, das heißt, alle sind da rumgehängt in diesen engen Gängen und haben da so einen Plastikschüsseln mit irgendwas gefuttert und die haben sich dann gestapelt auf den Polstermöbeln. Also, man hat sich bemüht und so. Ich versuche was Positives drüber zu sagen. Ja. Es ist schon langsam, ja. Gut. Das Theater ist sehr schön. Das Theater ist sehr schön. Nein, es waren auch die Leute sehr bemüht. Die Rote Bar ist sehr cool und außerdem das Volkstheater hat ja sehr viele Terrassen, so Raucherterrassen oder Balkone, wo du halt dann großartig sein kannst. Und ich denke, wenn du aufs Netzwerken interessiert bist und diese Speaker selber kennenlernen willst und einfach mit Leuten zu tun haben willst, die sich jetzt auch für diese Themen interessieren, dann zahlt sich das durchaus aus, dorthin zu gehen. Wie viele Leute waren dort? Das war gesteckt voll. Also einfach auf der Homepage nachschauen, das sind die ganzen Talks dort. Ja. Aber so viele Leute wie ins Volkstheater reinpassen und dann noch einmal so mindestens 100 freiwillige Helfer, die in den Gängen herumgestanden sind. Und das hat auch alles funktioniert. Also man geht da hin und es fragt einer sofort, einer sind sie eingetragen und was ist ihr Name und hier ist ihr Kartal und so. Man kriegt ein Goodie-Bag, den ich bis heute noch nicht ganz angeschaut habe. Aha. Also da ist Block drinnen und alles mögliche. Erst Swag abkassiert, ja, und dann nachschauen. Ja, das ist war so viel los. Dekadenz. Und es war ein bisschen sowas, ist mir auch so gottesdienstmäßig vorkommen. Das haben dann die Leute, also manche Sprecher haben dann versucht, das Publikum mehr zu aktivieren. Das waren eher die Entertainment-Blöcke auch. Und ja, und ein Schnellzeichner war zum Beispiel, der so wie die Jana Sketchnote. Der hat einfach praktisch ein Blitz-Tutorial gehalten, wie man mit ein paar Strichen coole Cartoons zeichnet. Cool. Und da heißt es, öffnen Sie bitte Ihren Goodie-Bag, den Sie unter Ihrem Sitz finden. Da drinnen finden Sie einen Block und einen Bleistift und machen Sie mit. Und natürlich sein Kamerateam hat dann gleich ins Publikum geleuchtet und dann gezeigt die ersten Leute, wie sie von dem Vortrag live müssen. Es war schon cool. Das klingt super, du wurdest halt aktiviert. Hm. Ja, gab es einen Vortrag überhaupt, den ich jetzt mal so witzigerweise ein Entertainment-Vortrag. Es war ein englischer oder amerikanischer Student, der irgendwie Deutsch studiert hat und der dann angefangen hat, auf Deutsch Gedichte machen. Und der ist beim Publikum sehr gut angekommen, weil er halt drüber erzählt hat, wie er die deutsche Sprache erlebt und damit halt rumspielt. Und das war halt fürs Publikum aufgelegt. Da freut sich einer, wie toll unsere Sprache ist. Na, cool. Und der ist dann auch in die Loge gekommen. Das Sketchnote drauf schon, der Stefan Zeller. Ja, ein Autofanten. Ja, aber es ist schon der Advanced, doch zu diesen großen, also den Rüssel habe ich immer anders gemacht. Also die Filme, die Rillen, zum die Thema, so bitte. Kupfe hat der oben, aber. Du hast gesagt, wir sind da schnell zeichnen, oder? Ja, ja, sehr gut. Okay. Und
Was ich empfehlen kann, ist, wenn einer das interessiert, also wenn man sich nur für die Vorträge interessiert, denke ich, ist es gescheiter, man schaut sich auf Video an, dann zahlt es sich nicht aus, dort Eintritt zu zahlen, um dort zu sein. Wenn du gerne netzwerkst oder irgendwie glaubst, du lernst dort die Firma oder die Frau deines Lebens kennen, ist sicher gut, selber dort zu sein. Oder wenn man selber mit so Speakern in Kontakt treten will, ist super, sicher auch gut. Und was ich glaube, was ich am meisten empfehlen kann und was ich vielleicht machen werde in den nächsten Jahren, ist, dass man sich freiwillig meldet als Helfer, weil man dann einfach viel mehr Zugang hat zu den ganzen Afterpartys und Workshop. Also man verbringt auch einen Tag dort, man sieht halt die Vorträge nicht unbedingt live, weil man, je nachdem, wo man steht. Ja, aber du kriegst es eh mit. Also, aber du hast sozusagen dann dein Netzwerkerlebnis optimiert als Helfer. Also ich habe auch so das Gefühl gehabt, dass die alle sehr gut drauf waren, die Helfer. Okay. Die haben so das Gefühl gehabt, sie arbeiten da jetzt an was super cool mit und hat man auch gesehen, das hat ihnen auch Spaß gemacht. Ja. Durchwachsene Kritik. Ja. Nein, also es soll jetzt nicht Kritik sein. Also es war okay. Ja, genau. Okay, es war. Ja, ja. Und einfach auf der Homepage nachschauen, kann sich jeder selber ein Urteil bilden über die Talks, TEDx Vienna. Also ich glaube, was mich am meisten. Ich war halt gewohnt von Kongressen oder Tech-Veranstaltungen, dass du mindestens 3 oder 4 Tracks parallel hast und wenn einer dir nicht so zusagt, wanderst du ein bisschen herum. Da hast du nicht die Möglichkeit. Ja, und da war halt ein Riesentrack und dazwischen Pausen. Also du warst sozusagen mehr gestreamlined. Ja, klar, ja. Es ist keine Konferenz. Es sind halt nicht die Techies, ne? Die können das halt noch nicht so gut, die Mainstreamler. Mainstreamler. Ja, naja. Strukturieren. Ja. Ja. Und ihr habt euch einen Film angeschaut über den G-Poder-Entwickler Thomas Pearl? Nein! Aber das war der erste Pearl, der mir auch eingefallen ist. Und ich habe mich schon währenddessen gefragt, sind die wohl miteinander verwandt? Aber ich glaube nicht. Die Melanie hat uns einen Tipp gegeben. Wir sollen noch ins Schikaneder kommen, nämlich letzten Samstag. Nein, ja. Freitag war das, glaube ich. In Schikaneder auf der Margaretenstraße. Da war ich ja früher öfters, wie ich noch studiert habe. Ins abgefucktetes Kino. Ne? Ich mag das sehr. Also das ist so eine Kombination aus Lokal und Kino. Und ich muss sagen, im Vergleich zu früher, jetzt nur ein kleiner Exkurs zum Schikaneder, es ist sehr viel gemütlicher geworden, weil es sehr viele Sitzbänke. Radler. Weil sie so Sitzgruppen und Polstermöbel aufgestellt haben. Ja. Also es ist ein Film wurde gezeigt, nämlich der Film Manfred Perl, aus dem Jahr 2015, gemacht von David Reumüller. Und der David Reumüller ist einfach der Nachbar von Manfred Perl. Und glaube ich, das wird in diesem Beipacktext auch so beschrieben, der ist so zugereist und hat den Manfred Perl kennengelernt. Und der Manfred Perl ist ein Tischler aus St. Endrahöch in der Steiermark. Tischler/Lebenskünstler/Unikat. Querkopf/ein Sonderling/ein Mensch mit Visionen. Ja. Und eine Vision hat er ja auch direkt in die Tat umgesetzt. Er hat nämlich den weltgrößten Klapotetz gebaut. Genau. Dazu müssen wir erklären, was ein Klapotetz ist. Klapotetz ist ein Apparat, ein aus Holz gebauter Apparat, der laute Geräusche macht, der als Vogelscheuche fungiert. Und zwar durch Windkraft angetrieben, also ein Windklapperding. Ein Windklapperding, du umschreibst ziemlich gut. Und das Ding ist auch wirklich groß. Ja, das hat man auch schon gesehen. Und Manfred Perl ist auch ziemlich mutig, weil er steigt da einfach mal so ungesichert drauf, wie du bemerkt hast. Ja. Und dauert jetzt gefühlt nicht so lange, das 62 Minuten. 62 Minuten. Und es geht eigentlich, es wird die Geschichte erzählt. Oder es werden eigentlich immer so Gespräche gezeigt, so eine richtige Handlung entwickelt sich dann doch auch, weil der David vermittelt ihm einen Auftrag, dass er eine Sitzgruppe oder eine Bank schreinert für Leute, die in London wohnen. Und die Reise, David und Manfred Perl wird dann sozusagen einen guten Teil des Films auch dokumentiert. Und er ist das muss man vielleicht auch voraussagen, er ist jetzt nicht jeden Tag in London, sondern das erste Mal, dass er in London war. Genau. Also quasi Roadmovie? Ein bisschen. Ein wenig hat das schon, ja. Also besonders, weil auch so diese Reise selber halt auch dokumentiert wird, wenn der Manfred Perl dann irgendwo auf einem großen Point of View irgendwie steht und dann so zu Hause anruft, ja, und so, rat mal, wo ich gerade bin. Ja. Man muss dazu sagen, die sind halt sehr, wie soll ich sagen, in der Steiermark verwurzelt, die Hauptdarsteller. Ja. Die machen nicht so das Gefühl, als ob sie jeden Tag da irgendwie rausfahren.
Und er spricht auch, glaube ich, kein Englisch, ne, im ganzen Film über. Redet in Englisch dann mit den ganzen Typen steirisch. Und dafür, dass ich eigentlich in der Steiermark mehrere Jahre studiert habe, habe ich mir mehrmals Untertitel gewünscht, dann weiß halt schon. Man versteht es schon irgendwie, aber. Ich bin ganz gut mitgekommen. Es war schon sehr erdig, ne? Ja. Aber sehr lustig, muss ich auch sagen. Sehr, sehr schräge Typen. Ja, also man muss sagen, der Manfred Berl, ich mag ihn. Ja, er war sehr sympathisch. Er hat wirklich so eine, er schiebt einfach dann immer so zwischendurch so lustige Sprüche raus. Und das funktioniert ziemlich gut. Und ja. Er ist auch ganz eigen in seinen Lebenswegen. Und er hat doch dann einmal so seinen Keller gezeigt, wo er ganz viele Kuckucksuhren hat. Und so, und was er dann dazu meint und so. Und dieser eine Exkurs beispielsweise, fand ich sehr witzig. Mit dem Drogen, so, oder? Ja, genau, richtig. Ja. Wo sie da schon so Richtung Grenze fahren und der David meint irgendwie zu Manfred, ob er keine Drogen einstecken hat, weil das wäre ja illegal. Manfred Berl. Und er meint, ja, Rauschgift, ja, da vergisst man alle Sorgen und dann geht es einem super und das ist schön. Das kann ich nur empfehlen, das ist super. Und was schon mal kommen? Nein. Also das muss man in seinem guten Thomas, aber das war sehr amüsant. Also alles in allem, der Film fand ich, erstens war der Soundtrack exorbitant gut, weil er dann immer mit so ganz schräge Musik, ne? Ja, so hängende Gitarren, Riffs, genau. Und das hat halt zusammen mit Manfred Perl irgendwie super gut gepasst und mit diesem Reisethema. Und das Zweite, was mir gut gefallen hat, es war einfach auch ein sympathischer Ton. Also es gibt ja schon so eine in Österreich so eine Kultur, Leute zu porträtieren. Man hat ja Alltagsgeschichten. Andererseits das Halbfiktionale oder ganz Fiktionale Seidel, ne? Von Ulrich Seidel. Ja. Und das war eigentlich liebevoll, kann man sagen. Ne? Ich wollte gerade ausführen, also bei Spira und beim Ulrich Seidel hat man halt auch seinen sehr harten Themen. Bei Spira ist es halt oft so, dass die Leute dann teilweise schon auch ein bisschen darauf hindrückt, hat man das Gefühl, dann gewisse Saga herauszubekommen und da kriege ich ein ganz ungutes Gefühl. Andererseits verstehe ich auch, weil dadurch, ich meine, Spira ist heutzutage noch immer YouTube-Klicker, also hat Hits ohne Ende, weil es einfach von Donauinsel und die ganzen Sachen, das sind einfach Klassiker geworden, die sehr viele Menschen kennen. Also ich möchte das gar nicht auch negativ reden. Mhm. Aber das Gute war irgendwie bei diesem Film, das war einfach ein freundlicher Blick auf diesen Menschen und das hat super gut funktioniert und das habe ich mir gerne angeschaut. Und auch so ein bisschen eine Kulturclash-Geschichte, also, ne? So Steirer in London. Ja, genau, richtig. Das war, wo er auch sagen, in der Fähre fährt und zum ersten Mal das Meer sieht. Und er das dann immer durch seinen Filter bricht. Ja, ja. Das war sehr lieb. Er bleibt da immer ganz, ganz, ganz locker. Ja, und nachher hat es ja auch noch was gegeben. Da haben wir noch, sozusagen gab es da noch einen extra Teil, weil dann ist der Nino aus Wien noch, hat sich vor dem Bildschirm, also da war der Abschluss, der Abspann, und dann hat sich der Nino von Wien vorne hingesetzt und hat gemeint, ja, hat den David und den Manfred auch kennengelernt und sie haben auf der neuen Platte anscheinend auch ein Lied zum Thema Klappodets, oder? Es war Klappodets, kam auf jeden Fall auch vor. Ja, und auf jeden Fall der Manfred Berl und haben dazu inspiriert. So hat das bekommen. Dann hat man dieses Musikvideo gezeigt. Genau, war, glaube ich, Weltpremiere, oder? Irgendso Wien-Premiere. Nettes Musikvideo, kann man schon sagen. Richtig. Ja, genau. Ja, und Film kann man sich anschauen. War sehr, sehr netter Film. Ganz eigenen Humor. Das ist wirklich fand ich auch sympathisch. Steirer Abroad, könnte man sagen. Ne? Ja, und das dann Schikaneder. Schön, schön, schön. Also danke für den Tipp. Ich könnte gleich weitermachen mit einem Film, wenn Sie ein Fazit. Ja. Und zwar habe ich mir wieder meinem Hobby französische Filme anzugucken gefreut. Was ist eigentlich deine Beziehung zum französischen Film? Warum schaust du so gerne französische Filme? Ich wohne nahe beim De France und beim Votif. Ich habe Antworten, hätte das nicht, aber nein. Das ist einmal das eine. Und dann zweite, ich hatte 8 Jahre Französisch im Gymnasium. Sogar maturiert, glaube ich, in Französisch. Ja, ich war noch eine der letzten Schulen, wo nicht Englisch Hauptding war. Kann konsequenterweise kein Wort Französisch mehr, ja. Aber es ist sozusagen also meine. Wahrscheinlich schon, oder? Aber also ohne Untertitel täte ich mir auch schwer. Es sind zum Glück immer Untertitel. Und wenn ich Franzosen treffe, sage ich dann immer Bonjour, können wir Englisch reden. Aber es ist halt nett.
Ich denke mir dann, ja, wenn ich schon ins Kino gehe, habe ich dann einen akustischen Mehrwert, dass ich da die Sprache höre. Ich versuche immer dann die Schimpfwörter mitzukriegen und auswendig zu lernen und fluchen, aber ich glaube, das schaffe ich. Nein, aber was meine Beziehung ist, mir gefällt das einfach manchmal der Humor, wenn es halt prinzipiell alle Probleme lösen durch ein bisschen verführerisch sein und sich verrückt verlieben und so. Das ist, ja. Und das war auch ein Film, okay, genau in die Richtung, der heißt Saint-Amour, drei gute Jahrgänge. Und zwar mit Gérard Depardieu und noch einem Schauspieler, den man auch kennt. Ja. Namen bitte nachlesen in den Shownotes. Putin. Und, nein, nicht Putin, nein, nein. Aber auch so ein bekannter französischer Schauspieler. Und worum geht's? Also, es ist eine Männerpartie, drei Männer, jeder auf seine eigene Art relativ unfähig. Mhm. Und zwar Vater und Sohn, zwei Landwirte und ein Taxifahrer, den sie heuern, beschließen, eine Weintour zu machen. Also sie fahren irgendwie durch eine Weinregion. Französische Filme fungieren ja immer als Tourismuswerbung für bestimmte Regionen. Ich glaube, da geht es ums Burgund, aber so genau habe ich nicht aufgepasst. Mhm. Auf jeden Fall, sie saufen sich sozusagen durch die Weinberge Frankreichs und lösen dabei ihre Beziehungsproblemchen untereinander und stürzen sich in neue Beziehungsproblemchen. Das klingt ein bisschen nach Sideways. Also ja, es ist lustiger. Ja, okay. Und es war halt recht sympathisch. Das Ganze fängt auf einer Landwirtschaftsmesse an. Ich tue jetzt leider sehr, also wer die Handlung nicht wissen will, jetzt bitte vorspulen den Shownotes. Ich werde gespoilert, weil es schwer was ich auslassen kann. Es fängt auf einer Landwirtschaftsmesse an. Der Gérard Depardieu tut Stierwaschen, hat so einen riesen Stier und tut den herrichten, damit er einen Preis gewinnt damit. Mhm. Und man merkt dann, also er hat einen Sohn, der anscheinend auch im Betrieb arbeitet und auch Landwirt ist. Und der Sohn sieht das halt als seine eine Woche Urlaub im Jahr, wo er nicht am Hof hackeln muss und sauft sich halt durch die Weinstandeln und so. Und hat eher Alkoholprobleme. Und das Thema vom Film ist irgendwie so das Berufsbild des Landwirts, dass die halt nicht geachtet werden von der Gesellschaft und darunter leiden. Ja, und ist ganz nett. Du, okay. Ja. Das war dann eh schon, also das war gar nicht so ausladend. Das Ding ist Spoiler, der Handlung. Sehr gut, mit Ansage ist es ungespoilerter als manche wünschen. Ja. Okay. Ich könnte mehr darüber erzählen, aber ich spüre schwindendes Interesse bei euch. Nein, also ja, bei der Inhaltszusammenfassung, aber wie hat er dann gefallen? Generell. Sehr gut. Ja, also hat er gefallen irgendwie. Und Gérard Depardieu in alter Güte oder? Monumental. Ja, besser als in Marseille? Schwer zu sagen, er ist einfach gut. Okay. Jetzt wissen wir, gell? Nein, ich bin ein bisschen angefressen, dass ihr so wischt, während ich rede. Ja, dabei hatte ich eigentlich gar nichts mehr zu wischen. Außer meine Federico Fellini-Filme, aber da würde ich gerne noch einen dritten sehen. Aber ich kann euch erzählen über Alice. Bitte schön. 1988. Wenn du schon so kurz machst, werde ich mich auch bemühen, es kurz zu halten. Ist ein Stop-Motion-Film aus dem Jahre 1988. Bin durch einen Podcast aufgestoßen worden, nämlich vom Nerd Talk. Das ist ja eigentlich mein Blockbuster-Podcast. Aber der eine von den beiden Podcastern studiert Film und deswegen kriegt er jetzt auch immer wieder so kleine Perlen aus. Und Alice im Wunderland ist so ein Thema, was mich ja immer wieder verfolgt und ich bin immer wieder erstaunt, wie oft das zitiert wird überall. Also, und es wurde jetzt auch von den Amerikanern ja sehr oft bearbeitet, ja, zum Beispiel der Gute von den Batman-Teilen. Egal, da gab es jetzt in letzter Zeit eben auch ein paar neuere Versionen und Filme. Und dieser Stop-Motion-Film ist halb real, halb Stop-Motion und zeigt eben die junge Alice in einem tschechischen Landhaus, wo sich beginnt auf einmal der Hase, also ein präparierter Hase, aus seinem Gefängnis, das ist so ein Glaskasten, zu befreien. Und das ist so das erste Mal, dass die Stop-Motion dann in diesem Film so gezeigt wird. Und da merkt man schon, okay, das ist vielleicht nicht ganz für Kinder, weil es schaut dann doch irgendwie alles ein bisschen dunkel und zum Fürchten aus. Also der präparierte Hase, der reißt eben die Pfoten irgendwie aus seinem Präparatsuntergrund und hat Nägel in der Pfote, die muss er sich erstmal abzwicken und so. Und in diesem Ton geht dieser Film halt weiter.
So ein bisschen creepy, oder? Es ist ziemlich creepy. Also alles auch mit diesem 80er Jahre tschechische Landhaus-Atmosphäre, alles ziemlich doch ein bisschen heruntergekommen. Mhm. Und das Design der einzelnen Wesen, also dieser Hase, den kennt man ja, das ist der mit der Uhr, der immer keine Zeit hat und zur Herzkönigin eilen muss und so. Und der hat natürlich auch Atlaten und das sind teilweise ganz skurrile Tiere darunter, einfach die aus halbtierischen Fischskeletten gebaut sind und dann aber andere Köpfe haben. Oder die Spielkartensoldaten, die man sie kennt aus Alice im Wunderland, sind dann halt wirkliche Spielkarten und es ist ein Film, den man sich anschauen kann. Und sicherlich nicht leicht zu verdauen ist, aber wenn man dem Thema Alice noch so einen weiteren Anstrich geben möchte, finde ich den durchaus sehenswert. Ich kann jetzt nicht empfehlen, weil ich habe ihn im tschechischen Original gesehen mit Untertitel. Das, was mir davon hängen geblieben ist, ist der Spruch Bosche, Bosche. Das sagt nämlich immer der Hase, das heißt my dear auf Englisch, also oje, oje oder sowas auf die Art. Mhm. Und ich war halt erstaunt, wie schön fantasievoll er ausgestaltet ist und wie er sich auch oft zwar das vom Buch von Alice im Wunderland umsetzt, aber auf eine ganz andere Weise, als man sich das vorstellt. Mhm. Und deswegen würde ich das, wenn man also sich. Also eine tschechische Interpretation sozusagen. Ja, und wenn man sich für diesen Stoff interessiert, würde ich das sagen, ist es auf jeden Fall interessant anzuschauen. Ja. Aber ich kann nicht garantieren, dass ich nicht. Also, das ist eine Empfehlung mit Vorbehalten, weil, na klar, wenn man nicht drauf einsteigt oder so, dann ist das natürlich wird schon gesprochen, aber eher weniger. Man hat viel Stop-Motion, kann natürlich auch langatmig sein. Aber ich habe eigentlich ich war erstaunt, wie fantasievoll man den Stoff auch behandeln kann. Also insofern toll. Ja. Ich glaube, ich erspare uns den Federico Fellini fürs nächste Mal. Ja. Machen wir das. Stefan? Eine Leiche habe ich noch im Keller. Ja, ich habe gesagt, I'm doing it wrong. Ich habe ja erzählt, dass ich da an dieser Podcast Verwaltungs-Durchsuchungs-Discovery-Engine dabei arbeite. Und beim Panoptikum. Mein Panoptikum habt ihr herumprogrammiert und habe auch einen Prototypen hingekriegt für München, für diesen Workshop. Mhm. Und der hat auch alles getan, was er bis dahin tun sollte, aber ich hatte immer das Gefühl, dass ich da was falsch mache. Also das hat zwar funktional, das hat die Funktion erfüllt, die es zu erfüllen hatte, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, ich programmiere da falsch. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich programmiere Ruby, aber schlecht, weil ich übersetze es in Elixir und in Phoenix und was dann rauskommt, ist noch schlechter, als es ursprünglich in Ruby war. Und also eigentlich immer das Gefühl, dass das schlecht ist, was ich da mache, obwohl es funktioniert hat. Und das war ein sehr seltsames Gefühl. Ich habe mich dann auch mit einem Bekannten einmal getroffen und habe der Elixir schon 2-3 Jahre macht und habe den Code von ihm reviewen lassen. Der hat sich das angeschaut und gesagt, na, also es ist nicht super elegant, was du da jetzt machst, aber das geht schon so. Mhm. Und dann haben das Ganze nochmal durch den Kopf gehen lassen und bin im nächsten Meetup, also ich habe jetzt so eine Study Group, habe mich darauf vorbereitet, dass ich das denen noch einmal zeige und vielleicht fällt denen irgendwas ein, was da jetzt komisch ist, was ich daran schreibe und wie ich mich darauf vorbereitet, ist es mir, weil du zuerst gesagt hast, wie Schuppen von den Augen gefallen, dass das, was ich schreibe, da vollkommener Quatsch ist und ich habe das vollkommen verkehrt aufgezahlt. Plötzlich hat es im Hirn so einen Knack gemacht. In deinem Hirn jetzt. In meinem Hirn. Ja. Und dann war es klar, wie es gemacht gehört. Und du hast die Freunde eh nicht gebraucht. Dann sind die Freunde 2 Stunden später gekommen. Ja. Dann habe ich es ihnen erzählt. Ich glaube, so sollte man das machen, oder? Und die haben gedacht, das andere klingt auch nicht schlecht, aber das so müsste es gehen. Und jetzt habe ich das weggeschmissen, was ich da programmiert habe. 2 Wochen Arbeit weggeschmissen, das Ganze neu geschrieben. Und jetzt habe ich das Gefühl, es passt. Okay. Es ist erfüllt auch die Funktion. Es erfüllt das Gleiche. Aber deine Ästhetik ist jetzt auch befriedigt. Ist viel modularer. Ästhetik ist, glaube ich, nicht das Wort, sondern es fühlt sich besser an. Architekturell. Ja, eher, ja. Mhm. Ästhetik ist vielleicht auch
Lesbarkeit ist wahrscheinlich besser jetzt. Viel modularer ist das Ding. Also ich kann es jetzt, ich habe es jetzt schon erweitert. Mittlerweile kann es viel mehr Arten von Podcasts lesen. Damals war es so, dass es nur diese Podlove Publisher Podcasts lesen kann. Jetzt werden die Biertaucher auch ohne Probleme gepasst zum Beispiel. Und eine ganze Menge andere auch. Also jetzt habe ich schon 12.500 Episoden drinnen in der Datenbank. Brauchst du weiterhin Feeds? Nicht, noch nicht dringend, aber bald einmal. Also die werden wir bald einmal ausgehen. Wenn der Parser so weiter lernt, gehen sie mir hoffentlich bald aus. Aber das Ding ist auch jetzt doppelt so schnell, wie es vorher war. Ah, schön. Aber die Lehre, die ich draus gezogen habe, dem Bauchgefühl doch hin und wieder mal zu vertrauen, wenn man das Gefühl hat, es ist was schlecht, dann ist es vielleicht auch wirklich schlecht und dann drüber nachdenken und dann halt das Ding wegschmeißen und neu schreiben. Also Mut zum eigenen Gefühl. Mut zum eigenen Gefühl, ja. Jetzt sind die, also vorher habe ich Funktionen drinnen gehabt, die haben sicher 40, 50 Zeilen gehabt, jetzt gibt es keine Funktion, die über 5 Zeilen lang ist. Also das ist cool, so kehrt das geschrieben dann. Ne? Und das, vorher habe ich kein einziges Mal richtiges Pattern-Matching drin gehabt, jetzt quillt das aus allen Ecken und Enden daraus und das ist so das, wie man halt sowas schreibt. Und was ist mit dem funktionalen Programmieren jetzt? Siehst du schon irgendwelche Vorteile oder ist es noch Hirnakrobatik? Es ist sicher noch viel Gewöhnung bei mir dabei. Für Gehirnakrobatik bin ich, glaube ich, noch nicht weit genug. Also, nein, aber siehst du jetzt schon, das ist cool, das ist jetzt viel weniger Zeilen als objektorientiert? Oder ist es, glaube ich, nicht. Ich glaube nicht, dass es weniger Zeilen ist. Ich glaube, dass es leichter lesbar ist dann. Und ich glaube, dass man eigentlich einfachere Konstrukte schreibt, wenn man es dann hat und ganz andere Muster schreibt. Es ist eigentlich was anderes. Das habe ich, wenn man Leute das vorher gesagt haben, habe ich mir immer gedacht, wieso Schleifen sind weiter Schleifen. Ja, Schleifen sind weiter, aber trotzdem, es fühlt sich ganz anders an, wenn man schreibt und man denkt anders, wenn man schreibt. Und ich sehe es halt jetzt auch wirklich, also die Lernquote von dem Parser, die ist jetzt viel besser, als sie vorher war. Also ich schmeiß neue Sachen rein und ich gehe es jetzt wirklich umgekehrt an. Also so ein XML-File, das sind riesige Biester, die sind so 3 Megabyte groß und da drinnen sind hunderte und aberhunderte Tags drinnen. Und ich gehe es aber wirklich jetzt von oben nach unten durch und schaue, kenne ich den Tag? Passt auf ein Muster, das ich kenne? Das ist dieses Pattern-Matching. Wenn ja, interpretiere das Muster. Wenn das wieder verschachtelt ist, dann geht er wieder hinein und so weiter. Also das ist ein richtiger Parser, den ich da schreibe. Und damit sehe ich einfach, dass der halt wirklich lernt. Und vorher waren das If-Konstrukte, die furchtbar waren. Nicht? Also ich glaube, ich hätte das nicht mehr in vertretbarer Zeit so schreiben können, beziehungsweise wäre es dann auch unendlich langsam geworden. Also für den konkreten Fall ist es sicher sehr gut. Aber es ist halt nett für, also ich sehe es in vielen Bereichen für Geschäftsprozessmodellierung noch nicht, weil da sehe ich eher das Objekt noch Aber für so ein Parser schreiben ist es eine nette Geschichte. Und, und dieses Elixir, nachdem das kompiliert ist, ist halt echt sauschnell. Also ich habe jetzt, die Antwortzeiten sind nie über 30 Millisekunden oder so. Also das ist echt schnelles Zeug jetzt. Cool. Wir haben über Frameworks auch gesprochen, ha? Ja. Apropos Feedbacks. Ja. Ein Dings habe ich noch, ich war beim 48er Altwarentandler. Okay. Wo ist der? Wann ist der? Genau, ja. Also die MA 48 ist in Wien zuständig für Müll. Das ist Bus. Nicht Bus 48. Nein. Und die hat im 15. Bezirk so circa Luftlinie zwischen U4 Margaretengürtel und Schnellbahnstation Matzleinsdorfer Platz. Ja. Also im unerreichbaren Sibirien Wiens, was man nur mit Straßenbahn und Bus halbwegs erreichen kann. Oder einfach 10 Minuten zu Fuß gehen vom U4 Margaretengürtel in der 5. Bezirk. Entschuldigung, 5. Bezirk, ja. Sechshauser Feldgasse. Okay. Entschuldigung, bitte nachschauen auf den Shownotes. Ich glaube, ich habe es nicht ganz richtig im Kopf. Haben die das Fundamt und gleich neben dem Fundamt gibt es einen sehr schönen Flohmarkt. Das ist eben der 48er Altwarentandler. Und dann gibt es noch eine Art Lagerhalle für Möbel, die habe ich aber nicht besucht, die hat nur einen Tag in der Woche offen. Was ich, Hintergrundgeschichte, also ein Couchsurfing-Gast hat eine Brille verloren in Wien und ich habe mich bemüht, die im Fundamt zu finden. Interessant, ja. Und das Fundamt online, wenn man auf die Seite der Stadt Wien geht, muss man dann eine Verlustanzeige machen, ich glaube, so heißt das, ja. Und da gibt man halt genau ein, wann und wo und was man verloren hat. Und dann kann man täglich hinschauen, ob irgendwelche gematchten Einträge da sind. Und man wird angeblich auch per
E-Mail verständigt und ich wurde nicht per E-Mail verständigt, habe dann aber aus Langeweile herumgeklickt auf Online-Suchen, habe eingegeben Brille, Umkreis 50 Kilometer und habe dann wirklich einen halbwegs passenden Eintrag gefunden, Brille, Klammer schwarz, Klammer zu, habe gedacht, ja, das muss ich sein, das Datum stimmt auch, ja, bin fröhlich ins Fundamt marschiert und das hat auch täglich offen und man geht dahin und dann ist so eine kleine, also man muss einmal läuten, dann geht man durch so eine Art Industriegelände, einen markierten Fußweg entlang, dann kommt man in so eine Budel, wo zwei Leute dann kurz fragen, was wollen Sie? Brille, ja, gehen Sie da um und der Mitarbeiter lässt Sie eine und der Mitarbeiter stellt dann die alles entscheidende Frage, wann? Und dann muss man das Datum sagen, es interessiert ihn aber nur das Monat, ja, und Brille, also Brille und wann? Und sonst wurde übrigens nichts verlangt, weder meine seltsame Verlustanzeige noch das, ich habe auch ausgedruckt, das gematchten Online-Eintrag, das hat kein Schwein interessiert, auch wer ich bin und so, hat niemand, das ist wirklich extrem unbürokratisch, man sagt nur Brille und Monat. Ja? Und dann ist er mit zwei riesigen Plastikhäfen hergekommen, also so einem Plastikwanderl, wie man es hat, wo man sonst Wäsche reintut oder Geschirr, voll mit Brillen, Ribbein, schöne Brillen, schirche Brillen, Sonnenbrillen, Brillen mit liebevollst ausgefüllten Zetteln waren Fundort, Brillen einfach nur so. Und er hat ja auch sehr grob ein paar Brillen sind rausgefallen, die hat er so mit Karacho wieder reingeworfen. So ich so, ja. Brillen mit Etui, Brillen ohne Etui, Brillen für alle Dioptrien. Also wer irgendwie in Geldnöten ist und eine Brille braucht, einfach ins Fundamt gehen, sagen Brille, irgendeinen Monat sagen, es gibt eh von jedem Monat einen riesen Waschdruck voller Brillen. Halt die Lesetafel noch vorher mitnehmen. Ja, genau. Ja. Und ich habe auch Leute gesehen, die da so mehrmals probiert haben, habe ich gesagt, schön, wenn du eine Brille verloren hast, dann wirst du ja, musst du nicht erst testen, ob du durchgucken kannst. Ja. Aber ja, na, ich habe die Brille da nicht gefunden. Es ist folgendermaßen, es wird auch auf der Website erklärt, wenn ein Gegenstand gefunden wird, und es gibt mehrere Fundabgabestellen in Wien, also ja, zum Teil auch bei jedem Mistplatz und auch die Größe, dann verbleibt er erst einmal zwei Wochen in dem nächstgelegenen Fundaufbewahrungsstelle, zum Beispiel jetzt Staatsoper, Burgtheater, Straßenbahn, Verkehrsbetriebe und so, ja, falls halt der, wie soll man sagen, der Gegenstandseigner dorthin läuft, damit er eine Chance hat, und dann erst beginnen diese Gegenstände zu wandern in die zentrale Fundstelle und landen dann halt in den Waschkörben, wo sie jetzt grob nach Monat sortiert sind. Und dieses ganze Brillen angucken hat sich abgespielt in einer riesigen Halle und da habe ich gesehen Fahrräder, aber nicht ein Fahrrad, Fahrräder. Es wurde gerade eine Lieferung kommen, da sind wirklich Leute mit so einem Wagen gekommen, wie man es vom Flughafen kennt, wo das Gepäck und die Ersatzturbinen eingefahren werden. Und so war randvoll das Wagen und ich glaube, das fährt da mehrmals am Tag rein. Das ist eine Großstadt wie Wien mit halt 1,5 Millionen Einwohnern, produziert einfach haufenweise das verlorene Gegenstände. Und wenn man, wie soll ich sagen, wenn man billig leben will, kann man sich da wahrscheinlich ziemlich alle Haushaltsgegenstände, die man braucht, holen. Man muss halt nur vorher wissen, was man braucht und sagen, Zwiebelschneidmaschine, Dezember. Das war für mich sehr beeindruckend und habe dann zwar die Brille nicht gefunden, aber ich bin dann nachher, weil das gleich daneben lag, in diesen 48er Altwandhandler Flohmarkt hineingegangen. Ja. Da geht man einfach so rein, das ist einfach wie ein Geschäft und muss ich sagen, ist sehr liebevoll hergerichtet. Also für einen Flohmarkt, ich bin sonst den Naschmarkt gewohnt oder so, wo halt einfach am Betonboden ein paar Sachen am Samstag ist ja immer am Naschmarkt ein Privatflohmarkt. Genau. Und das war wirklich so eine große, eigentlich eine sehr große Halle. Und nicht wie so eine Pfandleihe, wo da halt alles hingestopft ist, sondern es war wirklich sehr liebevoll aufgebaut. Ich habe ein paar Fotos gemacht. Es gab zum Beispiel ein Riesengestell Brillen, 3 Euro das Stück. Und ich habe mal sackerweise Brillen nehmen können. Ja. Es gab Schaukelpferde, Schaufensterpuppen, einen ganzen Saal mit Büchern und ja, haufenweise diese alten. Wie groß ist das insgesamt? Das ist insgesamt groß, das ist eine Halle. Es ist nicht so wie die Viehmarkt-Schlachthof-Halle, aber es ist eine sehr große Halle. Und ich nehme an, sie haben diverse Nebengebäude auch noch und Sonderausstellungen, keine Ahnung. Und ja, es waren da halt so immer 48 Mitarbeiter und ich nehme an, wie jeder Flohmarktbesitzer, schauen die halt den Kunden an und sagen dann, wenn man fragt, was das kostet, so, naja, der schaut gut verdienend aus, dann kostet halt mehr und sonst weniger. Also, nichts an Gefühl.
Zum Teil, aber zum Teil nicht. Aber was ich gesehen habe, haufenweise diese alten Radioapparate aus den 50er Jahren, was ja auch sehr viele Vintage-Leute einfach so als Wanddekoration haben wollen. Jetzt da Internetradio reinschrauben. Ja, ja, ja. Also wer einfach gern so Vintage-Sachen hat oder so Schallplatten, alles Mögliche. Ja. Cool. Sogar Musikinstrumente habe ich gesehen, was ja eigentlich an sich nicht viel an Wert verlieren, wenn sie halbwegs in Schwung sind. Ja. Und ich, ja, also ich habe gedacht, das ist jetzt in Zukunft ein. Das ist immer fix Fixpunkt. In dieser Halle. Und immer dieser Halle. Das einzig Dumme ist, sie ist nicht wirklich super erreichbar. Also man muss von U4 Margaretengürtel mit noch zwei Straßenbahnstationen oder ein bisschen zu Fuß gehen oder halt mit der Schnellbahn am grauslichen Matzleinsdorfer Platz aussteigen und dann zu Fuß gehen. Aber der ist so grauslich, dass ich lieber einen großen Umweg fahre und eine U-Bahn habe dafür. Ja. Also das ist sozusagen die versteckte Lage, ist der einzige Minuspunkt. Aber sonst für einen Flohmarkt ist es tiptop hergerichtet und ich glaube, sie werden auch ständig neu beliefert von diesen gigantischen Fundus an Fundsachen. Das geht nicht aus, ja. Na, ja. Und sonst kann ich es auch sehr empfehlen, es ist nicht die feine Art, aber wenn man wirklich irgendwas braucht, eine Brotschneidmaschine, einfach ins Fund ablaufen und behaupten, man hat eine verloren. Das empfehle ich nicht. Da beginnt meine deutliche, das ist nicht mehr ganz ethische, deutliche das sagen wir Abgrenzung. So, ethisch wäre es, in den 48er Tanklermarkt zu holen. Ja. Genau. Ja, gut. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Ja, würde ich schon sagen, oder? Bis nächste Woche und schön Spaß. Und wieder nächste Woche wieder in der Zypresse, Westbahnstraße 35a. Bitte Garrett unterstützen. Ja. Tschüss. Tschüss.